liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen heute Coral Island wieder weiter. Und ich habe mich gefragt, ist es eigentlich möglich, dass man jetzt schon datet im Game? Weil ich habe nämlich in den Patches gelesen, dass für 2024 Coral Island geplant ist, das Dating-System einzubauen. Ich dachte, das wäre aber schon lange da. Deswegen werden wir heute mit Surya reden und gucken, ob wir ein Date triggern können oder nicht. Ich würde mich nämlich freuen. Und ihr seht schon, die ganzen lieben Twitch-Zuschauer begrüßen euch ganz lieb hier und hier überall, wo sie halt rumlaufen. Und ja, kommt gern vorbei auf Twitch, da bekommt ihr dann auch so einen Avatar, der hier rumklettert, im Animal Crossing-Stil. Ja, also kommt vorbei auf www.twitch.tv/playfuldodo oder eben unten auf den Link klicken in der Infobox. Ich bin am Dienstag, donnerstags ab 17 Uhr live und sonntags ab 9 Uhr und wir spielen gerade immer Coral Island oder Animal Crossing, spielen aber bald auch wieder andere Games. Also ja, komm vorbei, würde mich freuen. Also wir haben ja Winter, das ist ja letztes Mal, ist das gestartet sozusagen, haben wir ja den Winter eingeläutet. Und ich habe ganz, ganz bisschen vielleicht weitergespielt, aber nichts Wichtiges. Also ich war nur mal in der Mine und so. Aber ich habe hier einen Donut für Surya. Und ihr seht schon, es ist der dritte Winter, also ich habe genau 2 Tage gespielt, das war's. Ich glaube, ich habe auch geangelt, soweit ich weiß. Aber wir gehen jetzt einfach gleich mal zu Surya. Oh, guck mal. Oh, wartet mal. Das ist doch Ben. Das ist Ben, den müssen wir diesen Pilz geben. Der war ja im Herbst irgendwie nicht da. Der will doch diesen... Wo ist denn der? Der will doch diesen komischen Pilz. Wo ist der? Jetzt. Habe ich ihm den schon gegeben? Nee, da! Da! Den! Ben ist selten zu Hause. Ja. Habe ich Donut gehört? Ja, aber der ist für Surya. Nicht für dich, Ben. Oh, er redet mit der Ente. Sie ist despawned. Au, au, weia. Keine große Sache, diese verschwundenen Statuen in der Höhle. Kumpel, sie waren dort. Jetzt sind sie es nicht mehr. So spielt einfach das Leben, weißt du? Ja. Ah, übrigens, Mine werden wir heute auch machen. So. Ich hab da was... Oh. Ben! Hör mal auf, mit der Ente zu spielen! Hier. Ja, Quest abschließen. Danke! Ernsthaft? Das war's? Ah, ich krieg Geld. Ich hab Geld bekommen. Gut. Wenigstens was. Warst schon in der Stadt im Winter? Nein, wir haben nur den Winter eingeläutet. Aber das werden wir jetzt alles machen. Also, ja, ich war schon in der Stadt. Aber mit euch gehe ich noch in die Stadt. Danke für die Lurk-Unterstützung, Leon. Also, wir gehen jetzt erstmal zu Surya. Das ist wichtig. Da ist seine Mom, also seine Tante. Immer 10 Minuten zu früh, jedes Mal. Ja, ich weiß, man kann keine Samen kaufen im Winter, aber ich habe ein paar wilde Samen pflanzen können. Das ist auf jeden Fall gut. Aber ich habe leider noch nicht C. Ich glaube, ich habe... Habe ich D oder F? Ich weiß es gar nicht. Eins besser als das Schlechteste. Das habe ich. So, hallo, mein Lieber. Aus irgendeinem Grund kann ich mich im Winter besser konzentrieren. Ach, wow, er hat so ein schönes Outfit an. Ich nehme an, das liegt an der Kälte. Genau, jetzt ist wieder andere Jahreszeit. Das heißt, alle Leute in Coral Island haben wieder neue Outfits. Ist schön, das wieder zu sehen. Oder vielleicht an der Stille. Ich gebe dir jetzt mal einen Donut. Du bist sehr gütig, danke. Süß, wie rot er immer wird. Abgesehen davon, dass ich der Kälte die Schulterin gebe, dass ich so früh aufwache. Okay. Ja, er hat nicht mehr zu sagen. Das ist sein Onkel. Hoffentlich regnet es bald. Nee, es schneit, wenn dann. Hey. Lien, bis gleich. Mahlzeit. So, dann gehen wir mal in die Stadt. Die ist nämlich wirklich wunderschön im Winter. Und das ist ja selten. Waren wir letztes Mal schon in der Stadt? Ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall selten, dass im Winter alles so schön ist in einem Farming-Game. Und ja, es wird hier alles voll cool beleuchtet. Es ist alles dekoriert. Es ist voll schön.
Oh. Und Taco spielt im Brunnen, obwohl es arschkalt ist. Naja. Stiefmütterchen. So, dann gehen wir da noch rüber. Am Abend ist richtig schön. Ja, klar. Ja, klar. So, Besorgung. Er will Milch. Ich habe noch keine Kühe. Guck, da überall sind hier Lichter. Und ja, generell voll schön gemacht. Ich finde das wirklich selten in einem Farming-Game, dass da alles so drauf Wert gelegt wird, zu dekorieren und alles. Aber Coral Island hat da auf jeden Fall sehr vieles richtig gemacht, muss ich schon sagen. So. Abgesehen davon, dass wir uns natürlich um Surya kümmern und ihn immer wieder Geschenke bringen und ansprechen werden, machen wir im Winter nicht recht viel, außer in die Mine zu gehen, dies für vielleicht abzuschließen und so. Das wäre auf jeden Fall cool. Jetzt gucke ich mal. Oh, hoppala. Wie viel es kostet? Den Kescher, den habe ich nämlich noch gar nicht. Bronzeseetank 2000 und Holz. Ja. Hier kriege ich ein bisschen Sachen. Ich kann ja auch bald kochen. Da könnten wir auch mal gucken, was die Kochutensilien kosten. Das wäre auch was. Boah, der Nightbot ist noch im Lurk aktiv. Habt ihr das gesehen? Er ist nicht vollkommen gekündigt. Er ist noch aktiv. Er schreibt noch Lurk-Commands. Oh. Er hat einen Weg gefunden. Hier müsste das sein, irgendwo in der Stadt. Nee, nicht Saloon. Klinik auch nicht. Hier, Furniture. Socket and... Doch, hier. Hier muss es sein. Socket and Pan. Das hört sich doch nach Küche an. Ja. Oder? Ja. Der Keramikschüssel, Küchenmesser, Gewürzset, Mixer, Griller... Gusspfanne. Oh, wow, wie teuer sind die Sachen, bitte. Das ist eine absolute Frechheit. Okay, wir nehmen uns mal eine Keramikschüssel mit. Und ein Küchenmesser. Und mehr können wir uns nicht leisten. Danke, ciao. Nett, oder? Ja, sehr nett. Okay, die sind automatisch in der Küche. Ich versuche im Winter nicht ins Wasser zu gehen. Es ist zu kalt. Fürs Erste mache ich nur über den Meeresspiegeltests. Falls du was brauchst, ich tauche eh regelmäßig, ne? Also, alles gut so, ja. Ich mach das für dich. Bisschen einschleimen. Oh, er hat einen Weg gefunden, das hört sich schlecht an. Der Nightbot. Ein Böser ist das, ein Böser. Prost, Leute. Oh! Und Gero Steiner, Dankeschön für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Ah, so. Kaffee um 18 Uhr. Toll. Ist natürlich wohl überlegt. Ich werde heute noch sehr, sehr lange arbeiten. Die Muschel ist nicht spezifisch für diese Jahreszeit, oder? Nein, ich denke nicht. Aber das ist doch 100% zum Abgeben. Nee, auch nicht. Okay. Ich will ja eigentlich auf eine Kuh sparen, aber mir fällt halt jetzt schon auf, dass wir im Frühling und so, also generell Frühling, Sommer und Herbst, viel zu wenig gepflanzt haben. Also ich möchte hier definitiv alles voll mit Feldern machen und sobald der Frühling wieder da ist... Cozy Time! Tommy, vielen, vielen Dank für deine 2 Monate. Der 2. Monat ist immer der beste, weil dann habe ich dich überzeugt, nochmal zusammen. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also vielen, vielen Dank. Und Prost, Jasmin. Prost. Mit Kaffee. So. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir müssen hier alles voll machen mit Feldern und im Frühling so viel Samen raushauen, wie wir nur können. Und das ist mein Ziel. Ich habe jetzt auch die Uhrzeit, das habt ihr vielleicht gesehen, ein bisschen verschnellert, damit die Zeit im Winter ein bisschen schneller vergeht.
Ich glaube, das ist ganz gut. Und wir könnten ja jetzt in die Mine gehen und dort ein bisschen Bomben hinlegen. Weil ich will natürlich, dass das ein bisschen schneller geht. Und mit Bomben geht es schneller. Ich muss uns gucken, ob. Oh, ich habe Seile. Seile ist auch ganz cool. Ganz cool, ja. Die nehmen wir auch mit. Und ich brauche. Oh, was brauche ich denn nochmal für die Bomben? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier. Bronze und Kohle. Ach. Ich habe nicht mehr Bronze. Mist. Bronze und Kohle. Hört sich nach einer normalen Nachmittagsbeschäftigung an. Was, Kaffee trinken? Ich bin schon wieder zu langsam. Was ist denn das für eine komische Meldung hier? Twitch. Hier ist übrigens auch der Kuhstall, der ist ja schon fertig. Aber da ist noch niemand drin, oder? Wir haben noch keine Kuh gekauft. Sonst hätte ich die komplett vernachlässigt. Nein, wir haben noch keine Kuh gekauft, Leute. Alles gut, alles gut. Wir haben noch keine Kuh. Ach so, Minen, Bomben in der Mine zünden. Ja, das ist doch eine schöne Beschäftigung. Hier, guckt, hier ist das mit der Kohle. So, dann nehmen wir die mal kurz mit. Gehen auch ganz schnell vorbei in der Bronzemine. Holen uns mal Bronzesachen, dann können wir mehr Sprengstoff herstellen. Boah, Leonie, gib dir bitte die Punkte zurück. Ich habe mich draußen eben gerade gestretcht. Das brauche ich gerade nicht. Also als ich aufgestanden bin. Aber es ist so lieb, dass du an mich denkst. So, 25. Okay. Du kannst dir eh noch immer deine Punkte zurückgeben, oder? So. Ich brauche Bronze, mein Lieben. Aha. Und mein Hammer. Ich will auch mal eine bessere Waffe bekommen. Ich glaube, wir müssen da mal in die Gilde gehen. Aber die kostet halt wieder Geld. Ich würde sie lieber gerne finden. Ich würde gerne eine Waffe finden. So, das ist wieder eine Bombe wert. Toll. Oh Mann, wo ist denn das ganze Kupferzeug? Boah, ich glaube, ich verschwende jetzt schon eine Bombe. Pow! Ja, guckt, hat sich gelohnt. So, ich brauche Bronze, Bronze, Bronze. Ja, guckt, hier ist ganz viel. Naja, ganz viel. Na, doch, da ist eine Ader. Eine Ader ist immer gut. Komm her! Trau dich! Hier kommt! Bam! Kupfer, 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 Kupfer. Ich brauche ja ohnehin eigentlich auch Kupfer für die Verbesserungen noch. Tja, ja. Schön viel Kupfer. Ich finde es irgendwie schade, dass man in den anderen Minen wirklich nur Silber findet und nicht auch Kupfer. Weil das könnte ich halt auch brauchen. Aber Kupfer findet man nur in der ersten Mine. Jasmin, viel Spaß beim Lesen. Danke für deine Lurk-Unterstützung. Bronze, sorry. Was in Fae Farm? Kupfer? Kann das sein? Ich habe vor Coral Island ganz viel Fae Farm gespielt. Irgendwo war es auf jeden Fall Kupfer. Hier ist es Bronze. Bronze, Bronze, Bronze. Mann, ich finde hier nicht. Ich finde hier das Loch nicht. Das ist voll nervig. Meine Energy!
Wie viel Pech will man eigentlich haben? Da ist es doch! Hä? Hä? Ich bin so... Oh Mann, man bin ich wirklich ein bisschen zu viel verpeilt. Danke, Chat. Mann. Wie stupid will man eigentlich sein? Und hier ist kein Kupfer. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Verarscht wollt ihr mich? Jetzt interessiert es mich nicht mehr. Jetzt gehe ich weg. Eieieiei. Hört ihr eigentlich Daniel im Hintergrund quatschen? Sonst muss ich ihm sagen, dass er leise sein soll. Weil jetzt ist er auf einmal so... Oh! 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 Okay, ja. Ich habe ja die Mine abgeschlossen. Ohne euch. Nein, Scherz habe ich nicht. Aber ich bin bis Level 40 gekommen. Hä? Wieso wusste ich das nicht mehr? Das ist ja das letzte Level. Und das wollte ich mit euch gemeinsam machen. Also hier, das habe ich schon rausgenommen. Da war ein bisschen Essen drin. Aber das wollte ich mit euch gemeinsam machen. Wir befreien den Wasserriesen. Das hättet ihr jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht, oder? Hehehe. Nee, hör nix. Okay, gut. Wir befreien einfach den Wasserriesen, Leute. Hab natürlich auf euch gewartet. Ist ja klar. Let's go. Der Häuptling ist wieder da. Wieder gemacht, Menschlein. Ja, ich hab's wieder gemacht. Zerbrochen die verfluchte Tafel, du hast. Oh. Jetzt Wasserriese frei sein. Wir oben sehen. Ach so, das war gut. Okay. Es klang gerade nicht so gut. Wasserriese, Wasserriese, schnell! Oh, das ist voll mini! Werden die immer kleiner? Wenigstens frei sein, Gong. Was der erzählt, ergibt keinen Sinn. Häuptling Gong kann bewegen. Schau! Oh, ist sehr cute! Ja! Süß. Häuptling Problem. Gong mit allen herkommen. Dann helles Licht, dann Gong und alle stecken bleiben. Oh. Häuptling, wo andere? Krog ist wieder im Dorf. Gru ist noch immer fest. Sitzt noch fest. Da. Sitzt noch fest. Menschlein, Gru befreien wird? Ja klar, selbstverständlich. Wir werden sehen, das wird schwierig. Nein, ich habe nicht wirklich Lust. Ich sag mal, es ist schwierig. Ja, schwierige Aufgabe es sein. Aber ich glaube an Menschlein. Menschlein kann schaffen. Mandy, sehr gut gemacht. Also, wie sie in dem Spiel das Rennen animiert haben, weiß nicht. Irritiert mich jedes Mal wieder. Welches Rennen? Von meinem Charakter oder von den Kleinen da? Nicht nur Gru, Häuptling, da. Dir sagen später, Gong. Ausruhen jetzt, du solltest. Zu Dorf wir jetzt gehen, Gong. Wusch. Nochmals danke, Menschlein. Gum, gum. Gum, gum. Danke, Menschlein. Gum, gum. Gum, gum. Menschlein, sein Life ist sehr lustig und schön. Reise. Cute. Häuptling, wir jetzt können sprechen mit Menschlein? Ja. Nur dieses Menschlein, Gong. Mehr ich dir sagen in Dorf. Komm. Cute. Hallo, Julia. Befreie den Windriesen. Ich dachte Wasserriese. Ach so, das ist... Ah, jetzt kommt der Windriese. Ja, hier kann ich jetzt rein. Was kriege ich jetzt? Gold, glaube ich, oder? Ach so, das mache ja ich mit Rabbit. Also, das, er läuft ja normal. Und das da, das mache ja ich. Das ist der Boost, damit es schneller geht. Aber das ist halt... Das musst du nicht machen, wenn du nicht möchtest. Aber das mache ich die ganze Zeit. Oh mein Gott, wie schön es hier aussieht. Guck mal. Das ist ja voll schön hier. Oh, wow. Machen wir gleich mal hier eine Bombe her.
Windessenz. Oh, und ich habe sie natürlich nicht gefunden, das Loch. Ah, wartet. Ich kann ja noch mehr Sprengstoff herstellen. Sprengstoff 2 kann ich schon herstellen? Oh, ja dann. Hä? Silbererz habe ich doch viel mehr als Kupfer. Bronze! Das ist viel größer. Oh, wow. Warte mal, bin ich blind? Aber das Loch ist noch immer nicht da. Ha! Mahlzeit, Foxy! Ja, Reise Oma, wenn du spoilerst, wirst du ja auch, also werden deine Nachrichten gelöscht. Also würde ich das an deiner Stelle auch wirklich nicht tun. Das ist nämlich auf Twitch gar nicht erwünscht. Oh, wartet mal, da kann ich rüber. Ja, ich weiß, ich sehe das Loch. Ja, guck mal, hier gibt's noch ein bisschen was zu sammeln. Wird sehr schnell gelöscht und die anderen sind auch sauer. So. Golderz, richtig cool. Also wir könnten jetzt schon richtig krasse Verbesserungen machen. Warum machen wir es nicht? Weil ich eventuell noch immer ein Geldproblem habe in diesem Game. Es ist halt wirklich so. Lass mich weg. Das tut ihm halt nichts. Ich finde es gut, dass man so viel Leben hat in diesem Game. Wie weit? Okay, hier ist Ende. Ende im Gelände! Ich mache hier auch noch mal einen Sprengstoff hin. Das ist halt so, Reiseurme, ich habe halt vorher ein Let's Play gemacht und immer nur jeden Tag eine halbe Stunde gespielt. Und jetzt hier im Stream kann ich halt wirklich auch mal drei, vier Stunden am Stück spielen. Und deswegen bin ich so schleppend vorangekommen, weil was machst du in einer halben Stunde? Kriegst halt gar nichts weiter. Und deswegen mag ich das, solche Games wie Farming Games eigentlich viel, viel mehr, die im Stream zu spielen. Und die ganzen Videos kommen ja dann auch auf YouTube online. Das sind halt dann so 3-4 Stunden Videos jedes Mal. Aber ich weiß, dass euch das nicht stört. Ihr guckt es ja trotzdem. Oh nein, ich werde von allen Seiten angegriffen, aber es ist egal. Ich weiche auch nicht aus, weil ich eh so viel Leben habe. Da war das doch. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich will nur Gold. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Ich will nur das Gold haben. Aber du kannst ja in fast allen Spielen auch rennen, aber dann bewegt sich ja in der Regel einfach schneller vorwärts und nicht der Sprung alle paar Schritte. Bei Dravid, das ist die 3. Stufe von der Schnelligkeit. Man kann einstellen, ob man gehen möchte, ob man so laufen möchte wie ich hier. Also das ist die 2. Schnelligkeit. Das ist das normale Laufen. Es gibt eine langsamere, aber die habe ich ausgestellt. Und die haben einfach nochmal was hinzugefügt, wo man noch schneller ist, was ich sehr, sehr cool finde, weil das gibt es in keinem Farming-Game. Zumindest habe ich das noch nie mitbekommen, dass das irgendwo mit drin wäre, dass man noch mal schneller laufen kann als eh schon das Rennen. Und das ist hier so. Das ist voll cool. Oh, da war Gold. Echt? Also dieser Sprengstoff ist schon sehr cool. Das bringt richtig viel. Das Spiel macht so süchtig, für mich zumindest. Ich spiele es viele Stunden täglich. Ja, und es ist halt noch nicht mal fertig und trotzdem schon so ein gutes Spiel. Und irgendwie kommt es mir schon so vor, wenn es dann mal fertig released worden ist, weil es kommt ja noch richtig krass viel dazu, das Game war ja ein Kickstarter-Game und das hat ja alle Goals geschlagen, die sie sich irgendwie gesetzt haben.
wenn das Spiel dann fertig released ist, ist es halt ein komplett anderes Game. Man könnte dann das Spiel nochmal vollkommen von neuem beginnen und es wäre ganz, ganz, ganz anders, als es jetzt ist. Was krasses. Also, was da noch alles kommt hier, ich freue mich drauf. So, ich hätte vielleicht ein Seil platzieren sollen. Warte mal, muss ich das Seil... Ach, das Seil kann ich einfach so platzieren. Ach, das wäre cool. Mache ich das? Bleibt das? Oder gilt das nur für einmal? Ich glaube, das gilt nur für einmal, ne? Ich habe das nämlich noch nie verwendet. Warum, weiß ich eh nicht. Ich glaube, ich verwende das jetzt gleich nochmal. Nee, das ist ein Loch. Das ist dann sicher weg. Dich irritiert halt. Ja, es ist okay. Es ist okay. Ich glaube, wenn man es sich selber macht, ist es noch mehr irritierender, als wenn man es eh selber steuert. Ich glaube, das ist dann nochmal was anderes. Ja, ich weiß. Ihr seht mich. Ja, ist ja gut. Okay, kein Gold mehr. Hey! Level 10! Und was kriege ich? Oh, ein Chicken! 8 Lockvögel. Ich habe die halt noch nie verwendet. Aber so kann man die halt von sich weglocken, oder? Oh, nee, nicht schon wieder Wespen. Ich hasse die Dinger. Mal kurz dieses Gold noch und dann gehe ich hoch, weil es schon sehr spät ist. 19 Uhr. So wie in Real Life. Nee, noch nicht. Leonie, danke für deine Lurk-Support. Vielen, vielen Dank. Oh, da ist eine fiese Katze. Oh, die werden viel, stärker. Eieieiei, aua. Oh, die werden sehr viel stärker. Oh. Ich hau die jetzt schon kaputt. Ach, die ist nicht stärker geworden. Aber die Schildkröte ist voll stark. Noch mehr Gold? Nein. Voll im Goldrausch hier. Die Hornissen sind schlimm. Ja, die sind eklig. Also die sind nicht nur so schlimm, weil sie dich stechen. Die sehen auch eklig aus, machen eklige Bewegungen und sind einfach... Also die sind wirklich von allen Gegnern, die ich bisher kenne, die schlimmsten. Die Wespen sind die schlimmsten. Hornissen. Hornissen oder Wespen. Das ist gleich schlimm. So. Wir haben richtig, richtig viel geschafft. Ich denke mal, dass jetzt auch ein Event passiert. Bald. Wegen dem neuen Riesen. Dass die mich holen oder so und mir was erzählen. Aber ich glaube auch, ich habe, als ich eben die 2 Tage weiter gespielt habe, eine Nachricht bekommen, dass ich einen Krach gehört habe in der Nacht. Da müssen wir auch noch gucken, von was das gekommen ist. Habe ich da schon geguckt? Nee. Nee, hier sieht man nichts. Nee. Oh. Eine Wespe. Na, da haben wir sie ja. Das sind sie schon. Oh. Ein Fossil ist auch gut. Oh. Oh. Die Wintersachen sollte ich auch ein bisschen collecten. Die werde ich sicherlich brauchen. Da ist, glaube ich, die Gilde, oder? Ja. Ja, geschlossen. Ei, die haben schon zu. Die haben schon zu.
Ah, den habe ich schon, glaube ich. Ich hoffe es mal. Bisschen Zeit haben wir noch, dann gucken wir noch kurz ins Riesendorf. Da müssen ja jetzt die zwei stehen. Da wohnt Grog. Warte, war das jetzt der? Nee, das ist der Erdriese. Ich wollte mit ihm reden. Naja, dann nicht. Hier sind jetzt zwei Lichtlein an. Und es buggt. Ah, guck mal, da ist das Symbol drauf. Hast von Gong. Okay, Grog und Gong. Kann man sich aber auch nicht merken. Und er ist viel kleiner. Ich wusste es doch. Gong heute so viel haben zu tun. Seien sehr beschäftigt. Du sollst dich ausruhen. Bist ja gerade erst befreit worden. Ja, ich denke mal, dass die mich holen werden, wenn es was gibt. Und hier müssen wir unbedingt dann neue Sachen machen. Weil jetzt haben wir ja zwei Riesen, dann können wir ja mehr Sachen machen hier. Also mehr aufwerten, mehr Features adden zu unseren tollen Werkzeugen, die ich jetzt endlich mal aufwerten sollte. Aber ich kann ja generell hier jetzt schon Goldbriketts machen. Das ist toll. Das ist sehr, sehr toll. Ja, Bronzebriketts brauche ich auch. Nur drei? Brauche schon wieder mehr. So, packe ich das alles rein, was ich hier brauche. Und der Rest gehört in die Minenkiste. Ich weiß noch nicht perfekt mein ganzes System hier, aber ich bin am Verbessern. Stück für Stück wird es besser. So, das hier rein und hier rein. Ivi, willkommen zurück. Und das kommt hier alles rein. So, mal aufheben. Ich weiß, ich muss noch anbieten. Ich muss das zum Seetempel bringen. Das kommt dann, wenn ich ein bisschen mehr gesammelt habe. So, na, wie geht's dir? Nacho sieht heute glücklich aus. Das ist schön. Ah ja, jetzt kann ich ja was kochen, oder? Ich packe jetzt mal die Wespe rein. Vielleicht kann ich was mit ihr machen. Okay, ich habe ja fünf Rezepte. Ich kann nichts mit der Keramikschüssel machen, aber mit dem Küchenmesser. Ich kann Sushi machen und ich kann Sashimi machen. Aber ich habe keinen Reis. Nee, doch. Ich kann Sashimi machen. Leute! Oh. Ich habe einfach gekocht. Prost, Bad Rabbit. Prost. Gibt schon Fortschritte, aber so, ja, nein, wir sind noch immer am selben Tag. Aber wir gehen gleich am Morgen wieder zu ihm. Und dann kann ich ihm ja Sushi bringen. Süß! Ich werde ihm Sushi bringen. Und es wird ihm sehr schmecken. Hoffentlich. Ich habe noch Sushi im Kühlschrank, aber ich glaube, das ist schon schlecht, also in real life. So, ja, ich möchte es kochen. Ich habe einfach viermal Sushi gemacht. Ich bin Profi. Also ich finde das Kochen angenehm. Oh, und ich kann jetzt schleimige Okra-Schote machen. Und Ben liebt mich. Das wollten wir eigentlich nicht. Aber ist okay. Gönn dir mal gegrillte Wespe. Cool. Mache ich, aber ich brauche anscheinend noch mehr Rezepte. Wie kriegt man denn Rezepte? Also außer wenn man skillt. Oder kriegt man die nur so? So eine große Küche hätte ich auch gern. Dodo.
Wirst du diesen Winter Tee anpflanzen? Wenn ja, schick mir bitte welchen. Ich würde meinen Eltern gerne hiesige Teeblätter schicken. Bau doch selber welche an. Pff, Frechheit. Okay, Honig brauchen wir. Oh. Hä, der produziert noch. Der produziert auch im Winter? Krass. Okay, ich habe gestern vergessen, dass ich ja zu meinen Chickens muss. Das ist nicht gut. Wer kennt's nicht? Nach dem harten Arbeitstag erstmal eine schleimige Okraschote. Beste. Elisa, wie geht's dir? Sieht okay aus. Gut. Im Frühling können wir dann übrigens das Tierfest machen mit unseren Chickens. Sieht auch okay aus, die Hanna. Sehr schön. Und ich hier mit diesem Chicken in der Hand, ne? Das ist ja das Nächste. So. Bei mir haben die Hühner auch immer schlechte Laune. Vergesse die immer. Oh, das ist nicht gut. Reiseurmel, kümmere dich um deine Hühner. So, den Lockvogel werde ich jetzt erstmal hier lassen. Und Sushi nehmen wir mit. Und die Samen pflanzen wir an. So, ich werde mal kurz gucken wegen den Sprinklern. Da brauche ich ja Schrott-Seetang und Gold-Seetang für Sprinkler 2. Die machen aber mehr, was cool ist. Das bringt halt viel. Bei den anderen brauche ich, glaube ich, Bronze-Seetang, oder? Hoppla. Hoppla. Hm, wo sind die? Hä, wo ist denn der normale? Habe ich nicht mehr den normalen, weil der abgegradet worden ist? Kann ich jetzt nur mehr den machen? Oh ja, der macht definitiv mehr. Oh ja. Dann würde ich hier einfach noch so einen anderen hinmachen und hier dann den. So. Also hier noch einmal einen von denen. Ja, wir müssen ja nicht gleich alles upgraden. Und hier, ja, die Bäume werden auch gerade... Die werden halt auch gerade besprinkelt, obwohl da keine stehen. Weil man kann halt wirklich keine Samen kaufen. Die sind auch nicht fertig. Man kann keine Samen kaufen im Winter. Also da muss man wirklich erst vom Rang aufsteigen. Und das bin ich halt noch nicht. Leider. Honig ist jetzt fertig. Naja. Kann man nichts machen. Ach, guck mal, wie schön dekoriert. So pretty. Oh, guck mal, sogar die Brücke hier unten mit den Sternen. Süß. Ja, die Lichter sind noch an. Oh, wir sind gar nicht mehr hier hingegangen, als es Abend war. Oh no. Mal hier rein. Winterfest ist vom 17. bis 21. Oh, da müssen wir es so ja auch beschenken. Ganz viel beschenken. Wie lange brauchen wir denn noch bis Rang C? Oh, wir sind eh. Uff. Wir brauchen noch ein bisschen. Da sparen wir auf die Ausdauerfrucht. Aber wie lange brauchen wir denn noch? Fähigkeitenpunkte? Hä? Wartet mal, hä? Das habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Chance, Tierprodukte für bessere Qualität zu erhalten. Chance, doppelt so viele. Ich will doppelt so viele. Warum habe ich denn das noch nie entdeckt? Oh mein Gott, warum? Dass gegossener Boden am Folgetag gegossen bleibt, brauchen wir nicht. Chance, Feldfläche. Ja? Oh mein Gott, warum? Ich habe ja so viel verpasst. Ja, selten so toll in Farming Games. Das haben sie wirklich gut gemacht. Stopp, ja. Hä, wieso? Wieder anpflanzen. Was, Samen zurückbleiben? Wie cool ist das denn? Aber ich mache mal Preissteigerung, weil ich brauche Kohle. Oh Mann, wieso habe ich das noch nie entdeckt? Erhöht das Sprinttempo. Chance auf bessere Qualität. Machen wir. Ja, das ist so krass. Doppelte Nahrungssuche. Yes, of course. For sure. Hier,
Doppeltes Erz. Oh mein Gott, ja. Steindomino. Chance umgeben, Steine beim Schürfen zu zerbrechen. Ist auch cool. Erhöht die Chance, Geoden zu finden. Oh mein Gott, 100% Steigerung. Yes, of course. Tauchen. Ja, wir machen einfach alles. Nee, wieso? Wieso habe ich das nicht gepeilt? Das ist mies. Ey, wir haben bei Suya jetzt schon 4 Herzchen. Und wir können ihm heute Sushi bringen. Mag er eh Sushi? Oh, ich hoffe es. Markus, Hallöchen. Ich hoffe, er mag Sushi. Quest, da kann ich was abholen. Verlorener Bürgermeisterhut. Ah ja, stimmt. Habe ich noch nicht gefunden. So, hier. Museum. Okay, ja, da brauche ich noch mehr Punkte. Warum habe ich beim Ozean noch so wenig? Was kann ich da machen? Warum erst 20 von 200? Warum ist das so wenig? Ach so, weil ich da schon auf D bin. Ja, klar, okay. Wenn ich Fragen stelle, darfst du sie gerne beantworten. Aber ich bin da halt schon auf D, deswegen so wenig. Wahrscheinlich. Nicht spoilern, natürlich nicht. Aber wenn ich Fragen stelle... Also ich muss mehr ins Museum spenden. Definitiv. Da gehen wir gleich mal hin. Ich habe da eh noch ein paar Sachen. Beziehungsweise ich habe halt... In dem ganzen... Ja, mit dem ganzen... Mann, ich finde heute die Worte nicht. Ich habe im Meer noch nicht so viele Insekten gefangen, beziehungsweise Fische und was man da alles keschern kann unten, die Krebse und so. Habe ich nicht so viel gemacht, da fehlt mir wahrscheinlich einiges im Museum. So, aber jetzt gehen wir erstmal zu Suya. Das ist schon wieder nicht offen, ne? Ah, das braucht wieder. Dann gehe ich jetzt erstmal noch im Meer mehr machen. Okay, im Meer mehr machen. Da ist noch so ein Ding. Das hier hole ich mir. Ja, wir gehen auch heute ins Meer. Ich wechsle das gerne ab. Einmal ins Meer, einmal in die Mine jetzt so im Winter. Da haben wir ein bisschen Abwechslung drin. Black Beauty Aubergine. Oh. Das hat sogar eine Sorte. Einen Sortennamen. Fancy. Oh, hi! Du bist Luke. Hallo. Wir bauen im Winter Trauben im Gewächshaus an, aber wir erwarten uns dabei nicht viel. Sie sind so eine Art Notvorrat. Aber es ist cool, wenn es funktioniert so ein bisschen. Dann ist das toll. So. Im Meer mehr machen. Wir machen im Meer mehr. Mehr mehr machen. Ich glaube, dann gehen wir zu Suya erst am Abend. Ich nehme mal das nicht ganz so gute Sushi mit. Und machen wir ein bisschen Platz frei im Inventar. So, wir brauchen da unten keine Angel. Wir brauchen da unten auch keinen Bronzehammer. Keinen. Obwohl, Bronzehammer? Seit wann habe ich denn das? Achso, das ist ein Artefakt. Das brauchen wir, das brauchen wir. Hake brauchen wir auch nicht. Bronzeaxt auch nicht. Die brauchen wir. Und Hammer des Schmieds brauchen wir auch nicht. Okay, dann nehme ich das mit ins Meer. So. Und dann haben wir richtig viel Platz, auch ein paar Krabbies und so zu fangen fürs Museum. So, wir gehen gleich mal zum Seevolk. Das haben wir ja auch erst freigeschalten. Ich denke mal, dass das halt vorne alles noch ein ziemlich kleiner Bereich war. Und ich war ja da noch nicht so oft drin. Hören die Bewertung, ja. Ja. Christoph, Hallöchen. Guten Abend wünsche ich dir ebenfalls. Tja. Also hier haben wir, glaube ich, erst 2 Orbs oder so gefunden. Und Gold gibt's hier.
Den haben wir zwar schon, aber egal. Hoppala. So. Ich nehme trotzdem alles mit. Die 6 Garnele. Genau, die war's. Ja klar, so, wo sind wir hier? Genau da haben wir aufgehört. Bist ja schon voll weit im Meer. Super, dann kennst du dich ja schon. Ja, da kenne ich mich auf jeden Fall aus. Ich bin überall so ein bisschen, also ich habe immer geguckt, dass ich alles so ein bisschen immer mache. Und vor 2 Parts, glaube ich, haben wir eben das Meervolk dann auch endlich erreicht. Hat eh lang genug gedauert. Aber wir haben halt nur den Bereich vorne. Also ich glaube, dass hier halt noch so viel auf uns wartet. Die 6 Garnele wird eingesammelt. Aber ich will halt auch, dass endlich dieses Müll- und Ölzeugs oben am Strand endlich weg ist. Das ist so hässlich. Ich hasse das. Und das ist halt, ich weiß nicht, ab wann das ist. Wahrscheinlich erst, wenn wir hier fertig sind. Aber oh, das nervt mich richtig. Wie viele Stunden hast du in Coral Island? Boah, ich kann leider gerade nicht nachgucken. Aber wenn ich schätzen muss... sind so 40, 50 Stunden? Voll schön gemacht alles, ja. Und das ist halt auch schade, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich da bei Release dann schon gespielt habe. Also bei Alpha, nee, nicht Alpha. Nee, Alpha habe ich nicht gespielt. Bei Early Access habe ich angefangen. Da war halt alles noch so verbuggt, gerade auf der Xbox. Ich spiele ja auf der Xbox. Die Konsolen Edition war so krass verbuggt. Im Gegenzug zu der PC-Edition. Und da konntest du eigentlich fast gar nicht im Meer machen. Es gab so viele unangenehme Soundbugs. Es war schlimm hier im Meer. Mittlerweile ist es voll chillig. Es gibt Musik, es gibt nicht diesen Piep-Soundbug, den wir da hatten. Ganz unangenehm war der. Der war richtig schlimm. Da konntest du eigentlich wirklich... Also ich musste da wirklich die Effektlautstärke im Spiel ausmachen, damit es überhaupt spielbar war. Mittlerweile alles wunderschön. Und da denke ich mir halt, okay, wäre es besser gewesen, noch ein bisschen zu warten mit Coral Island. Aber jetzt ist ja alles gut. So, dann haben wir das hier fertig. Dann können wir schon wieder weiter. Mach auf, blöde Wurzel. Oh, das sind auch schon die Ekelwurzeln. Da, guck, das sind sie, die Ekelwurzeln. Verzieh dich. Verzieh dich! Uah. Oh, das ist so eklig animiert. Ey. Uah. Boah, hier ist so viel Müll. Ich habe das Spiel erst kennengelernt, wo es im November rauskam. Es kam nicht raus. Achtung, unterscheiden. Es ist ein Early Access Game. Es ist noch nicht draußen. Es ist noch nicht full released. Habe es mir auch dann sofort gekauft. Spiel es über Steam. Ja, also da war es besser spielbar. Oh, doppeltes Seetang. Das haben wir ja gerade erweitert. Dankeschön, Christoph. Das freut mich, dass dir der gefällt. Es ist zwar leider nicht ganz fertig. Also, er war schon fertig. Ich hatte da hinten die Nanoleafs, diese Lichter, diese sechseckigen. Und die hat es leider runtergehauen. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, die wieder anzumontieren. Also klebt eure Nanoleafs nicht. Schraubt sie. Aber dann wird es noch ein bisschen cozier hier drin. Ich glaube, für 1, 2 Streams haben die gehalten und dann hat sie die einfach runtergehauen. Sieht aus wie irgendwas aus einem Alien-Film. Ja, ist schon sehr eklig animiert. Aber soll ja auch so sein. Das ist ja auch gut so. Habe ich in der Story mitbekommen. Okay. Ja, das war tragisch. Ich war so, das war an einem Montag. Ich glaube, letzten Montag war das. Wir waren so den ganzen Tag nicht zu Hause. Am Morgen war noch alles okay. Und als wir dann abends nach Hause kamen, der Schock. Es lag alles im Boden. Ich kann nicht mal sagen, ob die noch heile sind. Weil die sind halt in alle Stücke zerfallen. Die liegen hier noch immer am Boden. Hallo Mia! Hi!
Wie geht's? Wie steht's? Ja, mit Rabbit ist schon immer cozy. Aber ist schon toll, wenn Nano-Leaves im Hintergrund sind. Das ist halt schon wieder mein hoher Anspruch, ne? Darüber haben wir ja vorhin schon geredet. Ja, alles blockiert. Blockade! Hier fehlt, glaube ich, dann noch einer. Nee, zwei. So, hat das gereicht? Ja. Ekelwurzeln. Ekelwurzel! Boah, ich muss meine Sichel verbessern. Hier unten ist sie richtig schlecht. Die Bronzesichel. Werde ich noch einen Orb finden? Immer wenn ich hier unten bin, bekomme ich den Ohrwurm. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich vermisse dich, ich brauche dich. Kenne das ja noch gar nicht mit den Nano-Leaves im Hintergrund, also nicht aus Livestreams, könnt mich jetzt zumindest nicht erinnern. Nee, das war lange, lange her mit Rabbit. Das waren meine Stream-Anfangszeiten, habe ich die dann zum Geburtstag von Daniel bekommen, die Nano-Leaves. Und die waren dann immer in so einem Herzform im Hintergrund, in der Herzform im Hintergrund damals. Und dann durften auch meine Zuschauer immer die Farben bestimmen. Weil die können natürlich in allen möglichen Farben leuchten. In so vielen Farben, wie man möchte. Und das ist natürlich toll. So, was ist echt ärgerlich. Ich muss mein Streamingzimmerbüro heuer auch mal hübsch machen. Ja, mach das. Man fühlt sich auch gleich viel, viel wohler. Geht viel lieber hier rein, setzt sich viel lieber an den PC. Also ich brauche das immer. Ich persönlich auf jeden Fall. Also wenn sie nicht schön drin aussieht, 1000 Pflanzen um mich rumstehen, dann kann ich nicht so leicht arbeiten, wie ich es jetzt tue. So, da ist ein Seepferdchen. Das wollen wir. Catch! Oh nein. Oh, das war... Ha! Das hat anders ausgesehen, als es war. In der Position. Gemein. So, da haben wir schon wieder eine Blockade. Verstopft ist sie alles. Kackmüll. Hau ab! Sollte gereicht haben. Ja. Toll! So, ein Orbi brauchen wir noch. Oh, Ekelwurzel. Das ist echt so eklig. Ich weiß nicht warum, aber... Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich das sehe. Doppelter Seetang und ein Seepferdchen. Ich erwische es nicht mehr. Egal. Ich hab's ja schon mal. Oh, haben wir hier was Neues freigeschalten? Nee, oder? Wartet. Ach doch, da ist ein Schiff. Ein Frack. Und Frick ist hier. Also Sushi ist mega, weil man dann eben so einen Boost bekommt mit dem Angeln. Das muss ich mal ausprobieren. Wenn ich dann angeln gehe. Weil Sushi kann man ja dann mega leicht machen. Obwohl, ich habe nicht mehr so viel Reis. Das ist halt ärgerlich. Ich muss mehr anbauen. Scheitert echt am Anbauen. Und ich dachte, ich wäre voll fleißig und baue so viel an. Aber nein. Nein. Zu viel war es gar nicht. Weg mit dem Müll. Weg, weg. Jetzt wäre es cool, wenn ich dann gleich mal Sonnenlicht finde.
So viel Energie habe ich nämlich nicht mehr. Obwohl, ich habe ja noch ein Sushi. Von dem her ist alles gut. Achtung, niedrige Ausdauer. Einmal Sushi, bitte. Ist irgendwie schon makaber, wenn ich hier im Meervolk bin und einfach Sushi esse. Aber ja. Obwohl, man weiß ja nicht, ist das Meervolk... Also sind die... Fleischesser, also Fischfleischesser? Weil ich meine, es gibt ja Fische, die Fische essen. Hechte zum Beispiel. Ist das Meervolk auch Fische? Oder essen die nur Algen? Muss ich mal beobachten. So, wo blockiert's? Wo blockiert's hier? Ah, da. Das schaffen wir. Das schalten wir noch frei. Ja! Ekelwurzel, geh weg! Es ist einfach so entspannend. Hier im Meer, wenn man so viel Fortschritt macht. Ekelwurzel. Hopp! Oh, was ist das? Ist das was zum Fangen? Kann man das fangen? Ja, kann man fangen. Ach, das war eine Sechsigarnele über einer Muschel. Hä, das habe ich gerade nicht erkannt. Ich dachte, das ist was Neues. Kumamoto Auster. So, jetzt habe ich eh gleich keine Energie mehr. Dann werden wir nach oben gehen. Oh, das war ein Zufall. Mal kurz gucken. Boah, ey, wir sind ja schon voll weit. Wir sind ja schon hier. Das ist ja voll gut. Ich bin stolz auf uns. So viel Progress. Oh je. Die nehme ich noch. Hab schon wieder richtig viele Artefakte gefunden und so. Truhen. Du bist wirklich schon urweit. Ja! Ja, ich bin ja, wie gesagt, da jetzt schon Rang D von der Weite her und bin ja so noch generell auf E zurückgeblieben. Also hier bin ich schon ein bisschen weiter als bei den anderen Sachen, was Fortschritt angeht. Prost, Mad Rabbit. Prost, Prost. Das heißt, ja, ich werde mich vielleicht eventuell ein bisschen mehr auf die anderen Sachen fokussieren, dass wir im Rang wenigstens aufsteigen von der Stadt. Das wäre halt schön. So, das sollte gereicht haben, oder? Ja. Gut, dann lassen wir das. Und gehen schlafen. Ich will nämlich, dass der Winter so ein bisschen schneller voranschreitet. Mich nervt das gerade so sehr, dass wir hier nichts pflanzen können. Das haut mich halt mega zurück. So. Und das ist befreit. Sehr schön. Anker packen wir hier hin. Und werden tauchen aufhören. Ab ins Bettchen mit uns. Nach diesem wunderbaren Tag voller Fortschritt. Welcome to Coral Island. Es ist halt auch so eine schöne Stadt. Es ist so schön. Was ich halt wirklich liebe an Coral Island ist halt diese Beziehungen mit den Leuten. Ich finde das so toll, dass man einfach random Events erleben kann mit den Bewohnern hier. Ach, das ist so schön.
So, ich glaube, wir werden kurz ein bisschen skippen. Ist das fies, wenn ich das mache? Erreiche Herz 5 bei einem NPC! Leute, erstens mal... Boah, die Ereignisse überschlagen sich. Wir haben Rang D. Das, was ich gerade machen wollte. Wir haben Rang D. Wir haben die Ziege freigeschaltet, die Wachtel freigeschaltet, neue Samen im Laden, neues Dekor im Geschäft, neue Klamotten. Rang 2 F und E im Labor freigeschaltet. Wir haben extrem viele Leistungspunkte. Wir haben Tauchen Level 6 erreicht. In Vortex Sanator 2. Und wir haben bei Charles, Raphael, Surya und Wataru ein Herz dazu bekommen. Und Surya jetzt auf 5. Ah! Er liebt uns. Er liebt uns. Ja. Ich will ein Date. Wir haben Fortschritt. Noch mehr Fortschritt. Das ist ja krass, ey, die Ereignisse. Glückwunsch, danke. Oha. Ich finde auch diesen Xbox-Sound, wenn man ein Achievement erreicht hat, richtig cool. Okay, aufregende Neuigkeiten. Da die Stadt jetzt die Note 4 innehat, haben wir noch mehr Fördergeld erhalten. Das bedeutet mehr fortgeschrittene Geräte, die dich unterstützen. Sieh dir das mal an. Das automatische Streicheln und den stabilen Computer. Das automatische Streicheln kümmert sich um deine Tiere und der Computer, mit dem kann man online shoppen. Ich habe die Pläne schon fertig, aber ich brauche noch Materialien für F und E. Komm mal im Labor vorbei und schau dir die anderen schicken Geräte an, die ich jetzt entwickelt werden kann. Ah, wie cool ist das denn? Wir müssen unbedingt vorbeigucken. So, und das bringt mich jetzt auch auf die Idee, wieder mal in die Schmiede zu gehen. Die machen ab 9 auf, weil dann können wir ja mehr ins Museum spenden. Go for it! Yeah! So, die Garnele und so, die kommen mal hier rein. Und die Austern, weil mit denen kann man sicher kochen. Ja, Shopping. Dafür braucht man erstmal Geld, Kirschli. Alles mit der Zeit. Wir haben nämlich kein Geld. Guck mal, Meeresmuschel, Kombu, da kann man sicher tolle Sachen draus machen. Das haben wir noch nicht gespendet. Meeresmuschel, Kammmuschel, Grünschalmuschel und die Garnelen. Sexy Garnele kommt hier rein, die kann man sicher gut verkochen. Arme Garnele. So, aber ich glaube, ich habe nämlich richtig viele Truhen und so, oder? Ich war ja voll oft... in der Mine. Hier, auf jeden Fall. Ich muss mal was gucken hier. Nein, da ist jetzt nichts. Aber auf jeden Fall auch die Fossilien, weil das ist ja neu. So, hier, guck. Die ganzen Geoden, Fossilien. Die nehmen wir jetzt alle mal mit. Fossil, Geode. Ja, ein paar sind schon dabei. Oh, das habe ich noch nicht gespendet. Guckt. Ganz wichtig. Oh, das habe ich noch nicht angeboten, aber ich glaube, ich habe da noch zu wenig. Ich glaube, ich brauche da 5. Ah, 10. Hier auch. Und hier auch. Da habe ich noch zu wenig, glaube ich. Was ist hier noch drin? Das ist zu viel Chaos, Leute. Ja, hier sind auch Sachen drin, die ich noch nicht gespendet habe. Die habe ich hier zwischengelagert. Ich weiß, ich weiß. Ganz chaotisch, I know. Aber die meisten Sachen sind schon gespendet. Habe ich die auch zum Kochen hier angeboten? Das habe ich noch nicht anscheinend. Das auch noch nicht? Angeboten? Wir gucken erst im Seetempel vorbei. Darf man sagen, wie du an Geld kommst? Ich nehme gerne, gerne, gerne Tipps für Geld an. Ich habe nämlich wirklich ein Geldproblem. So, was kann ich hier anbieten? Das? Das? Das. Okay. Ja, dann gehen wir mal los. Oh nein, wartet. Ich muss noch Müll und so wegmachen, weil das blockiert mir hier den Platz, den ich sehr, sehr dringend brauche. Verkaufe den Seetang immer über Nacht. Du wirst dich freuen. Echt? Ich habe noch nie Seetang verkauft. Ist der viel wert? Aber ich brauche den ja auch. Für Seetang-Essenz und so. Ich weiß
Weiß nicht. Ganz echt. Ganz echt. Okay, dann muss ich das mal ausprobieren. Okay, wir nehmen natürlich die ohne Sternchen. Und hier, da fehlen mir noch ein paar Sachen. Die muss ich noch finden. Bevor ich hier skippe. So, den Winter, weil er mich nervt. Auch wenn er schön ist. Versteht mich nicht falsch. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Ey, dann... Den gibt es ja immer im Jahr. Das stimmt, den gibt es immer im Jahr. Den kann man sich halt wiederholen am nächsten Tag. Dann mache ich das mal, wenn du das sagst. Bin gespannt, wie viel mir der bringt, weil... Ja, ich habe ja, ihr seht ja, ich habe ja eh einiges an Essenzen. Und aber kein Geld, weil... Weil, naja. Oh, Birnen. Boah, die Musik ist ja voll beruhigend. Hört ihr die? Wo ist denn mein Glas? Ich hatte doch noch Glas. Oh mein Gott, die Musik ist voll schön. Ich liebe diese Musik gerade so sehr. Brauche ich das auch für was? Monster Essence und so? Da habe ich auch so vieles. Mache ich mit dem? Mir hat die Konfitüre und der Honig echt weitergeholfen, um Geld zu machen. Aber glaub, das machst du ja schon. Ja, das mache ich schon. Aber ich kann halt gerade nichts anbauen. Ivy, das war genau der Punkt, warum ich den Winter gerade nicht so mag. Weil ich jetzt Probleme habe, weil ich keine Konfitüren mehr machen kann. Aber ich probiere das jetzt mal aus mit dem Verkaufen von dem Seetang. Die ganzen Artefakte übrigens hebe ich mir auch auf für die Riesen, weil die machen mir ja mein Werkzeug besser. Ey, die Birnen sehen sehr, sehr toll aus. Ich hebe die mal kurz auf. Meine ersten Birnen. Das kann ich ja schon reinpacken. Das muss ich noch spenden. Das habe ich jetzt nicht anbieten können, aber ich glaube, das fehlt einfach noch und wird schon mal hier so, damit man es weiß, so ein bisschen angeteasert, dass man die auch spenden muss später, wenn die anderen aufmachen. Ist das jetzt mein Gold? Nein, das ist mein Bronze. Ich wollte den noch kurz nehmen. Mach noch 5, dann habe ich wenigstens 6 und den Rest verkaufe ich einfach mal über Nacht. Dann weiß ich, was alle... Was mache ich denn? Was alle so wert sind? Damit ich es mal weiß. Mhm. Ich horte gerade noch ein bisschen das ganze Zeug. Ach so, ich weiß schon, wie viel das wert ist. Interesting. 5? 15? Dann ist das 30 wert pro Stück. Das wäre schon gut. Weil da kann ich halt voll viel holen. Hm. Das könnte schon gut werden. So, da packe ich das noch ein. Nee, stopp. Ich mache vorher noch ein bisschen Schrottstrauß. Tanja, Hallöchen! Weil Schrott kann man dann auch leicht Glas machen. Gut, dann gehen wir jetzt zur Schmiede. Ich habe viel in der Mine gefarmt und die verarbeiteten Erze dann verkauft. Bringt sehr viel. Das ist auch praktisch. Es ist halt so, ich denke mir gerade zu Erze und Seetang. Ich verarbeite das alles zu Essenz und zu Barren, weil ich das ja sowieso gerade sehr, sehr brauche, um die ganzen Farming-Sachen wie Samen und so zu verbessern und aufzuwerten. Deswegen habe ich das halt nie wirklich verkauft, weil ich das eben gebraucht habe. Aber wenn ihr sagt, dass das was bringt und sehr viel Geld, man dadurch sehr viel Geld machen kann, dann ist es natürlich praktisch. Ich muss mich eh selber immer ein bisschen überwinden, Sachen zu verkaufen. Ich tendiere immer zum Horten.
Es hat mir viel Spaß gemacht, mit Papa einen Kürbis zu schnitzen. Jetzt ist Schneeballschlachtzeit. Ja, Arti, süße Jacke hast du an. Und oh mein Gott, was hat sie für eine süße Mütze? Valentina, süß. Ach, sowieso, so eine süße. Ey, die Kinder hier sind so cute. Übrigens kann man ja in Coral Island, wenn man dann mal einen Partner hat. Oliver, auch richtig niedlich. Wenn man dann mal einen Partner hat, kann man ja auch Kinder bekommen. Und diese Kinder altern dann anscheinend auch. Also das wollen die jetzt auch dazu patchen. Das hat noch nicht offen. Dann gehen wir vorher zu Ling. Zu Ling und zu Surya. Hehehe. Mit dem wir ja jetzt 5 Herzen haben. Ja, ja. Dank Streams, Leute. Ich stream immer, solange ich Lust habe. Ihr braucht das nicht fragen. Fossilien übrigens. Ah ja, genau. Zu ihr muss ich mit den Fossilien gehen. Bronze? Fossil? Triceratops Bein, glaube ich, haben wir schon. Das haben wir noch nicht. Schön. Danke dir. Gut, Geräte entwickeln. Sie hatte gesagt, sie hat neue Sachen. Hier, für Temperaturmaschine. Ja, haben wir schon eine. Ist nicht so tragisch. Fütterungsgerät. Das ist gut. Streichergerät. Ey, Reiseurme, du brauchst das. Dann sind deine Chicken im Winter nicht so angepisst. Dann werden die automatisch gestreichelt. Stabiler Computer. Was macht er? Herstellungsrezept. Ja, Herstellungsrezept. Was macht er? 40.000? What? Prognose Insekten. Beschreibung der Computerinsektenkomponente. Was? Ich habe doch gar kein Osmium-Erz. Keine Ahnung. Es ist sicher alles sehr, sehr hilfreich. Aber ich habe keine Ahnung, was sie von mir möchte. Wo ist denn Surya? Hat der heute frei? Ich frage nur. Leon, ich hab's gemerkt. Ich hab's tatsächlich mitbekommen, dass du wieder da bist. So, wo ist Surya? Hier guckt D. Hier bin ich noch auf E. Da bin ich einfach noch auf F. Reiseurme, kannst du mir sagen, was ich bei Vermächtnis machen muss? Wenn du das weißt, weil da bin ich halt wirklich noch auf F, das ist halt mies. Sehr mies. Was muss ich denn da tun? Ah ja, ich wollte gucken, wo Surya ist. Surya! Da steht Liebe. Da steht Liebe. Ach so, das, was er mag. Er mag Donuts. Gut, gut, gut. Oh, ich kann mir das... Oh, ich kann mir seine... Oh, cute. Ich kann mir seine Emotes angucken. Leider nicht, bist du gerade nicht, aber warte. Bitte ran nachgucken, das wäre richtig, richtig cool. Süß. Oh. Gott, ich fühle es voll. Frühling? Sommer? Badeanzug. Herbst und Winter. Ja, Winter ist richtig schön. Ich liebe seine Outfits. Ich finde es cool, dass man das aussuchen kann. Das war ja auch unser Kandidat, Scott. Ja, ich finde es so ja besser. Ich muss es ja ehrlich sagen. Ich meine, seine Outfits sind auch sehr fresh. Und seine Figur ist auch sehr definiert, aber ist auch süß. Aber es ist gut. Wir haben uns für Surya entschieden. Und ich mag ihn wirklich schon sehr, sehr gerne. Oh, guck mal. Hier können wir was machen. Schatzfinder. Ja. Jetzt habe ich nicht geguckt, wo er ist. Das wollte ich ja eigentlich. Ja, suchen. Ach so, er ist noch in der Schreinerei. Ja, ja, er schläft noch. Die Schlafmütze. Foxy, hallo. Ich weiß nicht, wie lange du nicht dabei warst. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, ob du was verpasst hast und wie viel du verpasst hast. Oh, Waku hat wieder silberne Haare. Nee, warte mal. Er hatte noch nie silberne Haare.
Papa will, dass ich mal in Sams Laden gehe. Er hat neue Samen. Vielleicht nehme ich auch ein paar Kekse mit. Aber das geht doch erst ab C, oder? Wartet, jetzt gucke ich mal kurz. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Heyse, Hallöchen! Hi, wie geht's dir? Oh, die haben auch erst ab 9 offen. Alles so Langschläfer hier. Na mal hier, Eva. Oh, das Outfit, Eva. Entzückend. In letzter Zeit sind mehr und mehr Lieferungen in unserem Laden eingetroffen. Das ist schön zu sehen. Ja klar, hier, ich habe so viel Zeug, dass ich euch verkaufen muss. Ich brauche aber auch das Geld. Lass mich durch, bitte. Ich will ja auch da durch. Nee, er hat noch keine. Okay, das kommt wirklich erst ab C. Schade. Aber so ist es halt. Was kriege ich denn für die Hagebutte? 25 pro Stück, okay. Geht. Mir geht's super und dir? Ja, mir auch. Danke der Nachfrage. Ich war so ab 18:15 essen. Das ist eine Stunde her. Also wir haben einen Riesen befreit. Wir waren im Meer, haben sehr viele Seetang gefarmt und so. Und wir haben jetzt so ja 5 Herzen. Und wir sind im Rang vom Dorf aufgestiegen. Wir sind jetzt D. Oh, dieses blöde Internet, Michelle. So, und jetzt gehen wir gerade in die Schmiede. Hat sich da etwa wer verguckt? Ja, klar. Ich habe mir schon den süßesten rausgesucht. Also meine Meinung natürlich, Leute. Es sieht jeder anders. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, ist aber auch mega lieb. Also ich hatte ja, vielleicht wisst ihr das nicht, ich hatte ja 2 zur Auswahl. Scott und Surya. Und eigentlich war mein Favorit Scott. Aber dann hat er eine Meldung gelassen, wo ich ein bisschen gezweifelt habe. Er hat mich nämlich gefragt, ob ich ihm beibringen kann, wie man Hemden faltet. Und ich falte keine Hemden. Woher soll ich das wissen? Und woher kommt er drauf, dass ich das wissen muss? Und das hat mir nicht so gut gefallen. Surya hat sowas noch nie gesagt, deswegen ist es jetzt Surya. Ganz klar. So, Werkzeuge aufwerten. Ja, was kostet denn das? Meine arme Sichel, die braucht eine Aufwertung. 3000? Pablo ist aber auch cool. Pablo ist auch sehr hot. Ja, doch. Pablo ist auch sehr nice. Oh, ich rieche Essen. Ich glaube, Daniel kocht. Da. Und wir probieren natürlich, also wir sind noch dran, weiter aufzuleveln jetzt. Das steht auf jeden Fall auch im Fokus hier. Gut, dass ich wieder spenden kann. So, ein paar Sachen zumindest. 129. Ja, fehlen noch viele Dinge. Gebe ich ja zu. Gut. Dann gucken wir in die Stadt hier rein. Weil ich habe ja jetzt voll viele Punkte bekommen. Vielleicht kann ich mir jetzt die Ausdauerfrucht schon kaufen. Weil dann sollte man anscheinend dauerhaft mehr Ausdauer bekommen. Das Spiel sieht einfach so nice aus. Lieb's sehr, warte immer noch, bis es im Angebot ist. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich. Ich bin hin und weg von diesem Game. Also ich habe Fae Farm ja schon gemocht, aber das. Dann kam ja Coral Island im Early Access. Und Coral Island hat Fae Farm um Weiten überholt. Auch was die ganze. Wie soll ich es erklären? Das ganze Feeling ausmacht. Bei den Festen, die Festen sind einer der schönsten Festen, die man in einem Farming-Game hat. Also ich habe wirklich schon sehr viele Farming-Games gespielt, einschließlich Stardew Valley. Die Feste sind hier noch besser und schöner, meiner Meinung nach. Das sind Stardew Valley. Und die Charaktere haben einfach so viel Charme. Jeder hat sein eigenes Hobby, jeder macht sein eigenes Ding, hat seinen eigenen Charakter. Das spürt man auch bei den ganzen Gesprächen. Feste werden erwähnt, Tage vorher, Tage nachher noch.
von den Charakteren, wenn man die anspricht. Ereignisse werden besprochen. Man kann random Events erleben, wie man geht gerade zum Strand und dann wird wer von der Qualle gestochen. Und man kriegt halt mit, was dann die Leute rundherum mit der Person machen und so. Das hast du einfach in anderen Games nicht. Dann bin ich ja sowas von richtig gelandet. Ja! Definitiv auch eins meiner Lieblings-Farming-Games. Auf jeden Fall sind mir die Charaktere einfach zu oberflächlich. Genau das, was Evie sagt. Ja. Ist halt tatsächlich so. Ich meine, das Game buggt hin und wieder noch sehr. Es gibt noch immer Bugs, aber die Entwickler sind so dran, also die verbessern wirklich wöchentlich Sachen. Und es ist ja noch im Early Access. Also man muss auch im Hinterkopf behalten, das Game ist noch nicht full released. Und dafür ist das Game wirklich wunderbar spielbar. So, und wir haben jetzt richtig viele Artefakte. Ich würde sagen, wir gehen zu den Riesen mal kurz und gucken, ob wir da ein, zwei Sachen verbessern können mit den ganzen Artefakten. Also das Vermächtnis ist, dass man am Seetempel viel spenden muss. Hab gerade eine gute Freundin gefragt, die es auch spielt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke dir. Ja, stimmt, da bin ich ein bisschen nachlässig. Das spürt man dann auch, ja. Ich hätte nämlich das Gewächshaus eigentlich schon freischalten können. Ich habe nur eine Sonnenblume im Sommer nicht in der richtigen Qualität gefunden. Das ist so gemein, sonst hätte ich das Gewächshaus einfach schon. Das ist wirklich gemein. Naja, kann man nichts machen. Was wollte ich holen? Artefakte, genau. Hier, ich habe ganz viele. Ganz viele, die keiner mehr will. Ah ja, und Werkzeug sollte ich auch mal wieder mitnehmen. So. Noch wo? Ach, ich wollte so ja noch Sushi bringen. Machen wir auch dann. Hier sind auch noch Artefakte. Ah, da war noch was. Das? Ach, das ist eine Monsterbeute. Nee, das brauchen wir nicht. So. Ich laufe hin, dass wir vielleicht ein paar Winter-Goodies finden, die so rumstehen und rumwachsen. Heute schon genug getrunken? Ja, aber Prost, Leon. Prost. Snowfields, Hallöchen. Oh, guck mal hier. Das meinte ich sowas. Teebeere. Sowas brauchen wir. Den haben wir schon. Okay, ich wollte zu den Riesen. Ich laufe schon wieder so weit. Wollt ihr meinen Knochen haben? Ich glaube, die nehmen keine Knochen entgegen, oder? Würde mich wundern. Hier ist auch so ein kleiner Grafik-Bug. Wähle ein Werkzeug zum Verzaubern. Wähle ein Werkzeug aus, um zu sehen, wie es verzaubert wird. Echt, das kann ich auch sehen? Aha, okay. Ah doch, die wollen meine Knochen. Okay, dann gucken wir mal. Da, Harpune. Verzauberungswerkzeug. Okay, extra Beute, Chance auf den Erhalt von mehr Gegenständen hatte ich. Und ich habe jetzt bekommen, erhöht die Chance, einen seltenen Gegenstand zu finden. Ja, ich glaube, ich wechsle es aus. Aber wieso kann ich das nicht noch besser machen? Ach so! Ich kann die... Oh! Ach Mist! Ich kann die mehr... Ah! Ich krieg mehr Slots, wenn ich die so aufwerte bei der Schmiede. Ach, das wusste ich nicht. Okay, bin schlauer. Bin schlauer. Noch mehr extra, aber das ist natürlich toll. Ach, das geht sich jetzt so knapp. Doch, Steinbeil. Es geht sich aus. Schneller Schwung! Ey, voll cool! Also, die Hacke ist jetzt richtig, richtig, richtig OP. Dafür brauchst du noch andere Dinge, wo du gerade bist. Ja. Ja. Ich hab das noch nicht ganz durchgeblickt. Servus und einen schönen Abend, Cersei. Hallo, Justus. Wie geht's dir? Ja, cool. Also die Hacke ist jetzt richtig, richtig stark. Das freut mich. So, mein Knochen will keiner. Ist okay. Muss man nicht.
Dann verkaufe ich den aber. So. Das verkaufe ich auch mal, damit ich wenigstens weiß, wie viel wert das ist. Den verkaufe ich auch. Und das und das auch. Und das auch. Und ich würde sagen, wir hopsen noch mal ganz kurz ins Meer rein. Und holen uns noch ein bisschen Gold. Seetang, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Verkaufe auch immer, was das Museum schon hat. Ja. Ich glaube, das sollte man auch machen. Also, wie gesagt, ich bin so ein Typ, der sehr viel hortet. Zu viel. Und dann sehr schnell Geldprobleme hat. Aber ich glaube, das habe ich bis jetzt auch immer gut so umgesetzt, dass ich sehr viel verkaufe. Bis auf die Artefakte, ja, die nutze ich jetzt doch bei den Riesen auch sehr gerne. Da hebe ich doch noch ein bisschen was auf. Aber wenn das jetzt nicht mehr bei den Riesen geht, dann kommt das natürlich weg. So. Akung, Hallöchen. I take it. Ich weiß nicht, bei mir sprechen die Meeresbewohner noch Englisch. Sassy die Wasserratte. Ja, ja. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Mein liebster Sport übrigens, Schwimmen. Es ist einfach der leichteste für mich. Und ich bin halt auch eine sehr gute Schwimmerin, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin wirklich eine gute Schwimmerin. Bin ich auch sehr stolz drauf. Ich hätte das eigentlich mal professionell machen sollen, Schwimmen. Ich glaube, ich wäre echt gut darin geworden. Bin auch mega groß. Also ich bin ja 1,80 groß. Das wäre schon gut gelaufen. So, da geht's ja noch nicht weiter. Nein, nein, nein. Okay. Oh, sexy Garnele, Leute. Die nehmen wir mit. Die kommen in den Kochtopf. Oh, Salz sollten wir auch mitnehmen. Ach so, das kann ich normal ernten. Ich dachte, ich muss das hauen. Weißt du, was mir vor 2 Tagen Schlimmes passiert ist? Oh nein, meine Truhen waren voll. Ich habe dann alles kurz... Ivi hat sich kurz bemerkbar gemacht. Kurz zur Zwischenlagerung in die Verkaufskiste gelagert. Hab das dann vergessen, bin schlafen gegangen und alles, was wertvoll und wichtig war, ist dann alles weg. Oh nein! Oh nein, das haut dich ja voll zurück im Game. Au, das tut weh. Ei. Das tut mir sehr, sehr leid für dich. 1,80 ist nicht mega groß. Ich finde nur eine echt akzeptabel. Ich finde uns eine echt akzeptabel in der Größe. Nee, Leonie, 1,80 ist schon sehr groß. Gibt selten. Es gibt's nicht so oft. Gerade bei uns Frauen. Es ist eine akzeptable Größe, aber es ist halt im Schnitt groß. Das ärgert mich jetzt noch, das glaube ich dir. Das wird mich auch total ärgern. Das wird mich auch verfolgen. Nee, Scherz. Sieh drüber hinweg, du kannst es ja nicht mehr ändern und du hast daraus gelernt. Bau lieber Holztruhen, bevor du das machst. Oder Schrotttruhen. Ja, Leonie ist auch 1,80. Bin gleich groß wie Leonie. Wir sind sehr große Menschen. Habe ich 4 neue? Ja, sehr gut. Man lernt halt auch draus. Und das musst du so sehen. Boah, warum? Ey, die Dichte an Müll nimmt zu. Ich sag's euch. Die Dichte an Müll wird immer schlimmer. Da hinten ist noch Gold. Da ist noch Gold. Gold, Gold, Gold. Oh, doppelter Seetank. Woo! Oh, was ist das? Ah, eine Muschel, die man nicht aufheben kann. Alles klärchen. Okay, da ist wieder Ende im Gelände. Ist hier noch Gold? Nein, 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 nein! Oh, das hätte ich sicher gebraucht. Was war denn das? Ich habe es leider zu spät gesehen.
Aber da war irgendwas Pinkes. Wow, Leonie. Du weißt schon, dass man in der Früh und am Abend unterschiedlich groß ist. Ich glaube nicht, dass du das so genau sagen kannst, dass du 1,7997 bist. Also das bezweifle ich schon sehr stark. Ich bin 1,60. Andere in meiner Klasse sind größer. Andere in meiner Klasse sind größer als ich. Ich finde Größe nicht so wichtig, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Es ist so egal. Je tiefer du tauchst, desto seltener die Gegenstände. Was heißt das? Soll ich jetzt wieder tiefer rein oder was? Was will mir mein kleiner Assistent jetzt sagen? Ich will mehr Gold, Seetang. Oh, da wäre noch Gold. Mist, da komme ich noch nicht hin. Naja, nicht so schlimm. Es wäre sowieso noch sehr, sehr toll, wenn ich ein bisschen von dem Silber- und Bronze-Seetang bekommen würde. Aber ich glaube... Oh, oh, wo geht's hier hin? Nee, da geht's hoch. Aber ich glaube, da kann ich mich ja hin teleportieren, oder? War da nicht was? Man kann meine Videos alle angucken danach, nur nicht mehr auf Twitch. Das kannst du jetzt auf YouTube gucken. Und doch, man kann sie auch auf Twitch gucken, aber dafür braucht man ein bezahltes Abo. Aber das ist nicht wichtig, weil du kannst sie, wie gesagt, auch auf Streaming oder auf YouTube nachgucken. Und das so lange du möchtest und nicht in dieser 2-Wochen-Limit, weil Twitch löscht alle VODs nach 2 Wochen, weil es uns natürlich... der Speicherplatz zu krass wäre bei allen Streamern hier auf der ganzen Welt. Und deswegen habe ich das mit YouTube so gelöst, weil da habt ihr das für immer. Wer ist denn das hier? Süß, hallo. Hunmaharaya. Ach, cute. Ein Pufferfisch. Aber nicht so einer wie von der Ölindustrie, sondern ein echter Pufferfisch. So, ich möchte da nach draußen einen Silbertank finden. Hui. Oh, es ist so ein weiter Weg nach draußen. Ich glaube, ich hätte teleportieren sollen. Wann ist die Gamescom dieses Jahr? Die ist wieder Ende August. Und ich werde alle Tage dort sein, bis auf Sonntag. Also, falls ihr mich gerne sehen wollt oder auch dort seid, es wird wahrscheinlich einen Stand geben, wo ich mal sein werde. Da werde ich euch dann aber noch Bescheid geben. Ja. Ich habe aber auch sehr, sehr viele Termine. Muss ich sagen. Was ist das? Ach so, ein Seestern. Aber da freue ich mich schon so drauf. Die ganzen Termine. Nein, Inventar ist voll. No. Ich habe doch gerade erst angefangen, Silberseetang zu sammeln. Mist. Boah, bitte ignoriert diesen Müll hier. Ich weiß nicht, warum der noch hier ist. Nein, die Schatztruhe, die will ich schon mitnehmen. Ich muss diesen Slot erweitern. So. In den Niederlanden, oder? Nein, in Köln! In Köln! Die Gamescom ist immer in Köln. Nein, ich glaube, du redest von der TwitchCon. Kann das sein? Ich glaube, die ist heuer in den Niederlanden. Die war letztes Jahr in Paris. Aber nein, die Gamescom ist was anderes.
Weiß nicht, ob ich diese Muschel schon habe. Ich will das aufheben. Ich will das aufheben. Was ist das? Ach, Schrott. Olindias Formosa. Ach, hab ich schon gespendet. Hä? Ich dachte, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein Rätsel. Hä? Passiert nichts. Ich hatte mutmaßlich nicht Freitag, Samstag da sein oder nur Samstag, weiß ich noch nicht ganz genau. Mal schauen wegen der. Ja, okay. So, Matt Ravitz, ich werde dich wiedersehen. Das ist ja cool. Da freue ich mich drauf. Ja, andere Messe verwechselt. Genau, die TwitchCon wäre das dann. Da werde ich leider nicht sein, da bin ich nämlich unterwegs in den Urlaub. So, ein bisschen Silbersee-Tang nehmen wir noch mit. Hier ist es ja auch mega schön, seit das Gras hier ist. Aber, ey, spawn Müll nach? Ich habe das doch hier alles weggemacht. Also, nicht alles, aber ich habe doch nicht so viel liegen lassen, oder? Alle paar Tage, Mann. Ich war ja schon länger nicht mehr, habe mich jetzt aufs Meer voll konzentriert. Das ist krass, dass es so schnell nachspawnt. Wie soll man da dann eigentlich jemals fertig werden? So, ich glaube, jetzt gehen wir dann. Ja. So. Weg hier. Reicht für heute. Also im Meer. Ich bin heute schon wieder sehr, sehr stolz auf uns, was wir schon geschafft haben. Aber, Leute, ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich glaube, ich will ein bisschen vorspulen. Ich mag den Winter halt wirklich gar nicht. Ey, Cosirini, Hallöchen! Oh, so ein bisschen lang hin bis zu einem 70-30 Deal. Aber du bist ja süß. Ich weiß nicht, warum die Stimme das so blöd vorliest, aber Dankeschön, Cosirini. Vielen, vielen Dank für deine 5 Monate. Cosirini. Sorry. Ah, ich wollte den Müll nicht wegmachen. Tja. Aber den hier, den verkaufe ich. Die 6er-Garnier, die verkaufe ich jetzt einfach auch. Die habe ich auch noch nicht. Ey, aber die brauche ich doch noch.
Nee, doch nicht. Dachte schon, ich brauche sie. Nein, ich kann sie verkaufen. Hey, ihr Süßmäuse, hallo. Punkte für egal, wir sammeln. Ey, das wäre schon richtig geil, mal 70-30 zu bekommen. Aber, Leute, kein Stress. Alles mit der Ruhe, ne? So, Kombu. Was ist eigentlich Kombu? Kennt jemand Kombu von euch in Real Life? Ich kenne Kombu nicht. Weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendwie eine Alge oder eine Muschel. Schätze ich mal. Let me see. Wir haben doch hier... Genau, den Sprinkler. Ah, für die brauche ich genau Silber- und Gold-Seetang. Okay, ich mache zwei, den Rest verkaufe ich. Den Rest verkaufe ich. So. Und dann wache ich morgen auf mit richtig viel Kohle in der Tasche. Kurz umziehen, waren Gassi und sagen wir, es regnet ein bisschen. Oh nein, was hätte das geworden? Guck mal, Cozy Ready, da ist Nacho. Nacho ist mein Hund. Im Spiel. Ich mag den Winter auch im Spiel nicht und die Wochenenden. Ja, also wie gesagt, es ist der schönste Winter in einem Farming-Game, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Ist eine japanische Alge, aber die macht man am Stück ins Essen dort. Ah, ja. Ja, das haben wir schon gedacht, dass man aus dem was kochen kann, wenn man natürlich die ganzen Sachen hat. 2358. Ja, ist okay. Ich guck mir jetzt mal kurz an. Tauchen. Genau. Das wollte ich sehen. Goldseetang, da kriege ich 50 pro Stück. Okay, ich werde nur mehr Goldseetang farmen und verkaufen. Ich habe mit 30 gerechnet, bin ich ehrlich. Und da habe ich schon hochgestochen gerechnet. Aber 50? Ja, Mann. Aber sowas von. Sushi ist auch Kombu. Ah, das ist auch diese Alge. Ah, ich wusste nicht, wie die heißt. Ja, ja. Okay, wir gehen jetzt immer zu den Tieren und dann schlafen. Wir skippen das jetzt einfach ein bisschen, weil ich... bin genervt. Ah, und wir müssen natürlich auch noch wir müssen auch noch die Bäume abernten. Das ist auch wichtig. Wir brauchen natürlich Kakao. Hallo, Ente. Elisa, sorry. Du hast einen Namen, I know. Nee, pack das mal weg. Kannst du mal bitte das Ei aufheben? Danke. Ja, der Gezu, der benimmt sich ganz brav. Gezu ist brav. Ein Feini. Ihr bekommt keine Klagen. So, achso. Hanna. Nee, Elisa. Nee, Hanna habe ich noch nicht gestreichelt. So. Das ist so süß. Wie sie den Hals streckt. Nacho, auch voll der süße Name für einen Hundi. Ja, mein Hundi heißt mal Nacho. So, Kakao. Wir wollen Kakao. So. Boah, und guck mal, hier richtig viel Zeugs fertig, das wir brauchen. Yes. Daniel macht schon wieder Randale. Ich versuche immer mit den Erzen und den tierischen Produkten viel Geld zu machen, so 40.000. Ja, ich versuche eben das mit den Einlegesachen, aber das funktioniert halt im Winter nicht so gut. Daniel will die Xbox. I know. Und ich habe ihm vor Tagen gesagt, dass er heute Abend die Xbox für 3-4 Stunden nicht haben kann. Was passiert gerade? Etwas hat letzte Nacht deine Farm gesegnet. Was? Warum werde ich einfach so gesegnet, ohne zu fragen? Hä? Okay. Okay. Ich werde mich mal nicht beschweren, weil es war ja was Gutes. Einfach so gesegnet worden. Männers halt, ja. These are our mains.
Habe ich jetzt das Ei gestreichelt? Ich glaube, ich habe gerade das Ei gestreichelt. Nicht Elisa. Nein, nein. Zuerst nimm den Segen, den du kriegst. Okay. Okay, ich wollte nur gefragt werden, bevor ich einfach so gesegnet werde. Sanatsche streichen. Nacho sieht glücklich aus, dann bin ich auch glücklich und ab ins Bett. Geh zu. Guck mal, ich habe einen eigenen Emoji. Alle Leonie, süß. So, wir haben schon den 8. Leute, es geht voran. Hey, ich schlafe jetzt einfach gleich mal zweimal, weil die haben ja eh 4 Stück Essen. Nacho war noch nie draußen mit mir, nein. Aber ich habe schon Freundschaft gelevelt. Vielleicht braucht man ein bestimmtes Level an Freundschaft. I don't know. Du hast ja vorhin gefragt, was es mit dem Einschlag zu bedeuten hat, den du hier in der Nacht hattest. Du musst mal überall dein Land durchgucken. Ja, aber ich habe halt keine Lust. Ich glaube auch, dass ich das tun sollte, aber... Das ist halt voll viel Arbeit, hier alles abzulaufen. Ich esse gerade Nacho-Chips. Wenke, was soll denn das jetzt bedeuten? Oh, guck mal. Da lässt man sie einmal einen Tag alleine und die legen gleich große Eier. Man darf einfach nicht jeden Tag zu denen gucken. So. Dann hauen die gleich Rieseneier raus. Doppelte Produkte! Haha! Jackpot! Ja, ist mein erstes Jahr gewesen, Foxy, deswegen, ich habe zu wenig angebaut. Aber ich bin ja gerade dran, voll viele Sprinkler zu machen. Also, mein Feld wird im Frühling dann richtig groß. Also, hier sind noch 2. Ich wollte hier noch was reinpacken. Was? Was wollte ich hier denn noch reinpacken? Keine Ahnung. Aber ich habe den Winter einfach gerade so satt. Deswegen überspringe ich kurz ein paar Tage. So, Nacho streckt sich. Brav. Ich glaube nicht, dass sich das negativ auf das Spiel auswirkt, wenn ich das so mache. Ja, viel zu wenig angebaut. Ich dachte, ich bin fleißig, aber... Wäre halt noch besser gegangen. Wünschte, man könnte in echt so den Winter skippen. Ja, das wäre toll. Ich wäre auch dabei. Wo kann ich unterschreiben? Ah, Mist, das ist... Oh, das ist nicht... effizient. Wisst ihr was? Da lege ich doch lieber den Weg um. So macht man das. Einfach kurzen Prozess hier. So, und Bäume fällen haben wir auch immer gemacht. Was ist Quatsch? Hazel? Was ist Quatsch? Wie in Animal Crossing am Anfang denkt man sich, oh, wie schön Schnee. Und nach ein paar Tagen hat man keine Lust mehr, ja. Dass die Sprinkler so komisch sind. Ja, das ist wirklich Quatsch. Da lege ich lieber den Weg um. So, einmal Streichli an Elisa. Einmal Streichli an Hannah. Oh, Elisa hat sich noch eins abgegriffen. Dieser Geizkragen. So. Nee, nicht Geizkragen. Gierig ist sie. Gierig nach Liebe. Aber kann man ja auch nicht verübeln.
Oh, 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 Kakao, Leute! Kakaobohne, lecky. Sorry, ich höre schon auf. Pfeifen im Stream, nie gut. Sieht glücklich aus, toll. Oh, ich hasse den Winter. Kann das endlich vorbei sein? Es gibt jetzt noch bis zum Winterfest. Dann höre ich auf. Ich plane, einen Artikel über das Meer zu schreiben. Ich brauche eine Flasche legendären Seetang. Bitte gib mir Bescheid, ob du eins hast, die ich kaufen kann. Ja, kannst du kaufen, aber dann musst du kommen. Ich komme nicht zu dir. Interessiert mich nämlich nicht. Pff. Ihr meint, übersteuert das hier nicht so. Das ist gut. Also, Cosimini, du merkst schon den Unterschied von meinem Mikrofon zu jetzt und in Discord, weil in Discord, das macht alles schlechter. Ist ja dasselbe Mikro. Ja, es liegt an Discord. Es ist so nervig. Donnerstag erreiche ich die nächste Zuschauerserie. Jawohl. Ach, sind das so verschiedene Levels? Das wusste ich gar nicht. Oh Mann, da habe ich ja noch immer das ganz alte Werkzeug. Guck mal. Ich werde da jetzt mal anfangen. Randalen, Daniel ist schon wieder unterwegs. Anfangen hier ein bisschen umzugraben, weil das bleibt ja eh, wie ihr seht. Seht? Ich habe heute schon wieder vergessen, mein TikTok zu posten. Nein! Jedes Mal, Dienstag, Donnerstag, wenn ich streame, vergesse ich um 18 Uhr mein TikTok zu posten. Mann! Das ärgert mich jetzt wieder. Na toll. Dann heute halt kein TikTok. Randalen, Daniel. Brauch einen Social Media Manager. Hust. Was soll das denn heißen? Soll ich dich jetzt anstellen oder was? Ich glaube nicht, dass du Zeit dafür hast. Nein. Nein, nicht noch mehr auf. Nicht noch mehr Aufgaben auf dich nehmen. Ja, die Zeit. Ja. Merkst was? Du kannst meine YouTube-Videos, die macht. Ich mache deine Social Media Postings. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Aufteilung ist. Je nachdem, wie oft du YouTube posten möchtest. Aber ich weiß nicht, ob das zeitlich so gut aufgeteilt ist. Eine Video die Woche. Ja, okay, das geht. Wenn du dann jeden Tag postest für mich? Ah, ich weiß halt nicht, wie aufwendig du das willst. Ja, da müssen wir noch drüber reden. 10 Minuten lang. Und wie oft versprichst du dich? Das sind die Fakten. Die Hard Facts kommen jetzt hier ans Licht. Ich hätte auch Zeit. Okay, Matt Rabbit. Da gehört aber auch Hashtag-Recherche dazu. Du musst die Captions so machen, dass sie ansprechend sind für alle Leute. Du musst Keywords integrieren in den Captions, damit das möglichst gut geklickt wird. Du musst dann auch noch Community-Sachen übernehmen. Das heißt, wenn Kommentare kommen, beantworten. Ihr merkt schon, das ist harte Arbeit. Oh Mann, da ist ja noch ganz viel drin. Uff. Trendrecherche für Sounds. Ja. Das gehört auch noch dazu. Gott. 3-mal, aber sind süße Versprechen. Also wenn sich Cosirini in der Aufnahme von einem Video, das dann rauskommt als 10-Minuten-Video, nur 3-mal verspricht, dann würde ich gerne deine Videos kaufen. Ah ja. Dr-
Trendrecherche mit Accounts. Man ist quasi viele Jobs in einem. Ja, man ist alles in einem. Gefühlt. Ich weiß, ich mache hier gerade schon wieder Chaos. Ne? Es ist ein Krampf mit mir. Aber ich brauche kurz den Platz. Nein. Ich muss diese Truhe zerstören. Bam. Ich weiß halt gar nicht mehr, wann ich das alles angepflanzt habe. Ich weiß wirklich nicht mehr. Und es steht ja auch nicht dabei, wann jetzt diese Feige hier blüht. Aber ich glaube, es war Herbst. Aber ich bin mir nicht sicher. Blüht vor allem. Gib mir eine Einführung und dann wird das sicher werden. Bin ja nicht auf dem Kopf. Nein, eh nicht, Matt Rabbit. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Alles gut. Auf TikTok aktuell ja eh völlig Wumms, weil die ja alles mögliche muten. Ne, sie muten es nicht, sie nehmen es nur raus. Also wegen der Lizenz. Ja. So, wie machen wir denn das jetzt? Waren wir jetzt schon bei den Hühnern? Ja. Dann gehen wir schlafen. Ich rieche die ganze Zeit Essen. Rini, weißt du, was Daniel gekocht hat? Du weißt, glaube ich, mehr Bescheid als ich. Fragt mich nicht, warum, aber es ist so. Oh, der 15. 2 Tage noch, dann beginnt das Winterfest. Hier fehlt noch einer. Oh Mist. Wir können festhalten. Cersei sucht einen Social Media Manager für Insta, TikTok und Reni einen Cutter für YouTube. Bezahlung, ein liebevolles Putt-Putt auf die Schulter. Bewerbungen bitte an uns. Naja. Das wäre schön. Oh, ich habe 2 große Enteneier bekommen. Jackpot. So, streichel, streichel. Ich habe mein Futter weggepackt. Ich bewerbe mich als Knuddelfaktor, Authentifikator. Ich weiß nicht. Was halten wir davon, Redi? Was halten wir davon? Nein, eine Lasagne! Oh, Lecky. Daniel kocht Lasagne. Guckt, ich habe ja gesagt, sie weiß das. Ich weiß es nicht, aber sie weiß das. Ganz wild! Reni, ich habe Reni gefragt, nicht Leonie. Randalen Daniel, hi. Der Randalen Dodo. Ich habe gefragt. Ja. Das muss es gewesen sein. Bist du mit ihm im Call? Rini? Ich werde gesegnet! Oh nein, ich habe schon wieder einen Knall gehört. Heute findet ein Fest statt, vielleicht sollte ich es mir ansehen. Du hast letzte Nacht einen großen Einschlag gespürt. Bin Mod bei dir, reicht doch. Einwohner von Starletown. Der Wintermarkt beginnt morgen und dauert 3 Tage, vom 17. bis zum 21. Leiste uns doch ab 13 Uhr bis spät in die Nacht am Strand Gesellschaft. Es gibt Dädenspiele und die besten Winterfeierlichkeiten. Ja, ich freue mich. Ich liebe die Feste hier. Oh nein, guck, das geht schon wieder weg, weil ich das versäumt habe. Ich glaube, ich hole mir da kurz von da oben. Hier. Boah, der Klang gerade.
an den Sprinkler. Hört ihr das überhaupt gut? Ja, oder? Oder hört ihr das zu leise? Ihr habt schon wieder nichts gesagt, was den Sound angeht. Ran, Daniel! Ja! Das ist wahrhaftig perfekt. Oh, ich habe vergessen, die zu füttern. Die haben nichts gelegt. Die hassen mich gerade, oder? Schlecht gelaunt! Hanna ist schlecht gelaunt! Oh, Elisa auch! Uff! Terra Breze, hallo! So, wo kam dieser Einschlag her? Ich vermute jetzt mal, dass das da ganz oben war. Ich gehe da mal hoch. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich diesen Einschlag gehört habe. Nee, das hier war es nicht. Guck mal da durch. Nee, da ist auch alles in Ordnung. Wisst ihr, wo ich hingehen muss? Wenn ja, bitte schreibt mir es. Ich kann das nicht suchen. Das dauert mir zu lang. Was ist da? Was ist hier? Was? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Zuckerbaumsamen. Ich meine, das ist nur auf deiner Farm. Auf nur meiner Farm. Oh, ist schon wieder ein Komet eingeschlagen. Das ist tatsächlich schon öfter vorgekommen. Oh, guck mal. Alia macht Sport. Der Wind ist schön hier. Mir gefällt der Schnee in den Bäumen. Mir nicht. Nur in den Bäumen. Wenn Schnee am Gehweg liegt, ist das eine andere Geschichte. Oh, ich liebe sie. Sie ist so witzig. Ich mag sie. Wie geht's ins Falafeln? Ich will keine Falafel sein. Muss ich eine Falafel sein? Oh, ich habe dich nicht gelesen. Bin alleine, hab Arbeitsabend, Hust, Ghosties, Hust. Echt? Ist das eine Frage oder spielst du gerade? Ist das eine Frage oder spielst du? Weil das würde jetzt Auswirkungen machen, inwiefern ich neidisch bin. Oh, das kennen wir schon. Ach so. Die schlagen ein, die Teile, und die kann ich dann wegmachen, oder? Ich hab's übersehen. Oh nein. Oh, guck mal, das brennt ja sogar noch. Ey, wo fallen denn die ganzen Also, wo kommen die denn her, die Satelliten? Frechheit. Was ist, wenn jetzt hier meine Kuh gestanden hätte, die ich noch nicht besitze, aber bald haben werde? Was wäre dann? Dann wäre meine Kuh Matsch. Nicht neidisch sein, hätte nicht ohne dich gespielt. Okay. Okay, was ich nach dem Stream mache, ist Essen. Definitiv. Essen. Und dann können wir gerne noch was machen. Dann wäre es jetzt eine Kometenkuh. Ja, aber sie wäre Matsch. Es wäre eine tote Kometenkuh. Das ist mein Problem, die arme Kuh. Wow, wow, was ist das für Holz? Ich habe das noch nie gefunden. Hartholz? Hey, seit wann gibt es Hartholz? Hä? Und wo habe ich das her? Aus den Bäumen? Aus den orangenen Bäumen? I don't understand. Wo habe ich denn das Hartholz her? Ich schlage dich zur gefüllten Paprika. Leonie, magst du das schnell mal erlauben? Achso, du bist wahrscheinlich nicht am PC. Warte, ich erlaub's. So.
Ich bin jetzt eine gefüllte Paprika. Ja, Terrorbreeze ist selber schuld. Wie kannst du denn in deinen Kommentar schreiben, ich schlage dich? Was erwartest du? Ich lag mit meinen 50% Pferden in der Lasagne von Daniel wohl auch falsch. Ja! Wir sind vegetarisch. Da ist kein Fleisch drin. Du bist am Putzen. Alles gut. Leonie putzt. Ach, hier. Da ist Hartholz drin. Nein. Wo ist Hartholz? Leute, wo habe ich Hartholz her? Leonie, wenn du bei dir fertig bist, kannst du gerne vorbeikommen. Ich glaube, das würden sich sehr viele wünschen. Wo habe ich Hartholz her? Check the Froggy YouTube. Frog YouTube. Hallöchen. Wie geht's dir? So. Warum vergeht die Zeit so langsam? Ich habe auf 50%. Achso, ich habe auf 50%. Manchmal ist es mit dem Denken aber auch schwierig. Gerade wenn es um Zahlen geht. Ich verkünde vorhin sehr stolz. So, ich habe das so eingestellt, dass der Tag im Winter schnell vergeht. Ja. Gut, und selbst auch gut. Danke der Nachfrage. So, vielleicht finden wir noch ein paar Sachen, die so im Winter wachsen für den Seetempel. Ah, oh, das ist eine Fliege, die kennen wir schon. Gibt es hier was Neues? Nein. Hartholz bekommt man nicht einfach so aus den Bäumen. Und du brauchst es später noch. Ja, aber wo bekommt man denn das her? Wo hab ich denn das her? Das frage ich mich gerade. Weil da, wo ich es her habe, gibt es wahrscheinlich noch mehr. Wer bitte denkt noch aktiv um diese Uhrzeit? Ich nicht. Eindeutig. Tina, Hallöchen! Schrubbe ich mit seinen Pflanzen. Och, ich tue das auch immer. Etwas Wasser für dich, etwas Dünger für dich. Also, das finde ich aber schon ein bisschen unfair. Wataru, wenn du der einen Pflanze Dünger gibst, musst du der anderen auch Dünger geben. Das ist wie wenn ich dem Chat Bonbons austeile und nur ein paar davon kriegen welche. Frechheit. Also ich behandle meine Pflanzen und meinen Chat nicht so. Ich behandle meine Pflanzen und meinen Chat gleich. Oder? Es gibt auf deinem Grundstück große Bäume. Wenn du die sprengst, bekommt man die. Wenn du die normal abbaust, ich glaube ohne Silber oder Gold, Axt bekommt man nur Holz. Ah. Nee, es war nur ein Beispiel. Wir kriegen Bonbons. Mist! Was habe ich getan? Das war nur ein Beispiel. Ich habe mein Inventar schon wieder voll. Ja. Ist ja immer dasselbe, ne? Mann! Wieso komme ich nicht zum Mülleimer? Jetzt. Schön. Nee, jetzt Muschel. Wowie. Oh, ist 13 Uhr. Yay. Warte, ich gehe noch mal kurz nach Hause. Dir auch noch einen schönen Abend, Jack. Schön, dass du reingeschaut hast. Tja, Mayonnaise herstellen.
Das können wir gut. Da packen wir die Wintersachen rein. Batterie habe ich halt auch noch nie bekommen. Das ist neu. Das ist neu. Also das werde ich jetzt ganz gut aufheben. Und da frage ich mich, muss ich das spenden? Nein. Okay, dann kann ich es ja verkaufen. Die Birne auch nicht? Nein. Mache ich aus der Birne mal ein bisschen Konfitüre. So. Warum ist die grün? Ich habe viele Fragen. Was habe ich denn jetzt eingepackt? Ach, die Truhe. Alles gut. Alles gut, Leute. Keine Panik. Ja, Batterien kommen von so Kometen. Das habe ich begriffen. Also die habe ich ja gerade abgebaut. Aber das Hartholz weiß immer noch nicht, wo das herkommt. Oh nee, nicht der Sack wieder. Ich hasse den. Der Winter hier in der Gegend ist echt frostig. Zu meinem Glück habe ich diese feine, dicke Jacke. Die sieht nicht dick aus. Also, I'm sorry, aber... So, aber wir feiern jetzt. Ich will feiern! Oh, guck mal! Süß! Einkaufen! Um 17 Uhr. Ey, mir wurde versprochen, ich kann ab 13 Uhr kommen. Der Strand ist zu dieser Jahreszeit wunderschön. Ich weiß ja nicht, es ist kalt. Oh, guck mal. Oh, guck mal, man kann Hoodies kaufen. Nein, ich will nie mein ganzes Geld ausgeben. Nein, man kann Mützen kaufen, wie süß. Ozeanblaue Strickmütze. Oh. Oh nein. Aber das Ding ist, ich habe halt gerade einen Overall an. Wenn ich einen Hoodie kaufe, habe ich keine Hose. Ich kann sicher den Hoodie nicht über den Overall anziehen. Das bedeutet, ich müsste dann auch Geld ausgeben für eine Hose, weil sonst wird es kalt. Boah, was man hier kaufen kann. Wow. Und hier? Oh, süß. Eine Umarmung in einer Tasse, das ist die beste Beschreibung. Oh, heißer Kakao in einem Rentier, in einer Rentiertasse. Hartholz ist super selten, bekommt man mit Glück bei Bäumenfällen, aber nur mit verbessertem Werkzeug. Okay, das muss ich machen. Ich muss mein Werkzeug verbessern. Geröstete Kastanien, Muschelsuppe, Maiskolben. Das kann ich auch bald alles machen. Bananenkrapfen. What? Oh, das sieht alles so lecker aus. Ich habe so Hunger. Oh mein Gott. Oh, das sieht sogar Pizza Hawaii richtig geil aus. Oh. Ich muss hier weg. Winterfair. Okay, passiert hier sonst noch was? Weil... I don't know. Also, das Winterfest ist ja über mehreren Tagen. Ich habe den Hut gefunden! Muss ich den abbauen? Ich baue den gerne mit meiner Axt ab. Achso, nee. Bürgermeisterhut. Ich habe den Bürgermeisterhut. Yay. Hier, Bürgermeister. Danke. Ey, mehr nicht? Ich will Geld haben. Habe ich Geld bekommen? Nee. Ey, Frechheit. Am Abend ist das Fest heute. Ja, ich glaube auch. Wir müssen warten, bis abends wird. Quasseln wir mal ein bisschen mit den Leuten. Betreibst du diesen Winter deine Farm, Dodo? Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich bin nicht total gegen Plastik. Ich habe viele Dinge aus Plastik in meiner Küche. Ich finde Wege, sie wieder zu verwenden. Das ist ein interessantes Thema. Ich bin auch nicht komplett gegen Plastik. Vor allem in der Medizin ist das halt richtig, richtig wichtig. Oh, wer ist denn da gestorben?
Ruhe in Frieden. Nemo! Oh nein, was ist mit Nemo passiert? Randaniel ist wieder unterwegs. Oh, da ist ja auch eine Truhe. Ei. Hier dampft alles. Sonst, zum Glück esse ich gerade, sonst hätte ich jetzt echt Hunger. Ich glaube, ich krieg dann Essen. Ich glaube, sobald ich aufhöre zu streamen, kriege ich Essen. Wenn du Ideen für ein einfaches Gericht brauchst, dann probier das. Du kannst Obst und Gemüse auf den Griller legen, dann ein wenig Honig drüber träufeln und schon hast du deine fantastische, bunte Mahlzeit. Dafür muss ich mir erstmal einen Griller leisten können. Kann ich aber nicht, weil alles so teuer ist. Oh. Ja, das ist wieder so eine random Sache. Yoko, sieh dich nur an, wie du mit Taku im Sturm tanzt. Und Gong. Wer? Ey Leute, da ist dieser kleine Riese. Ja, der kleine Mann tanzt mit mir. Sieh nur, Gong ist da. Und Archie kann ihn sehen. Die anderen aber nicht. Ist das sein neuer imaginärer Freund? Ich habe nicht gehört, dass er es jemals erwähnt hat, aber machen wir es einfach. Hm? Schön, dich zu treffen, Gong. Danke, dass du mit meinem Sohn gespielt hast. Das ist voll süß, wie sie drauf reagieren. Vielleicht sehen wir uns später zum Abendessen, okay, Gong? Oh! Das ist so herzzerreißend, weil Kinder halt manchmal wirklich Dinge sehen, die Erwachsene nicht sehen. Also, wir alle kennen das, oder? Also, ist halt wirklich so. Und er sieht halt wirklich den kleinen Riesen. Komm schon, Archie, gehen wir nach Hause. Okay, Mama. Und er ist jetzt natürlich voll glücklich, dass sie einfach mitgespielt haben, auch wenn sie ihn nicht sehen können. Komm schon, Taku. Tschüss, Gong. Tschüss, Miss Dodo. Oh. Oh, ist das cute. Ich liebe sowas. Was Archie, Taku und du seht. Menschlein, das Sehen, ja? Ja, ich hab's gesehen. So traurig, Menschlein kann Gong nicht sehen. Ja, andere Menschlein, ich schon. Gong wollen mit Menschleins sprechen und Menschleins Streiche spielen. Kann er aber nicht, weil sie nicht sehen, Gong. Ich liebe ihn. Hallo Dodo, mit wem hast du da gesprochen? Er winkt. Ich lieb's. In Ordnung, ich lass dich in Ruhe. Oh, sie hält mich jetzt so seltsam. Ich bin mal ein bisschen lurking quasi. Oh, danke für deinen Lurky-Support. Danke, danke. Ivi, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Schlaf gut und hab noch ein paar schöne Tage diese Woche. Und vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende oder am Donnerstag. Siehst du, Menschleins können Gong nicht sehen. Aber das ist okay. Gong hat Idee, aber Gong braucht Hilfe von Menschlein. Gong erzählt Menschlein später mehr, okay? Okay. Bye, bye. Einfach das ist so süß. Ach so, ja, hallo, hallo. Die Silvesterparty findet gleich hinter unserem Haus statt, also macht es schlichtweg keinen Sinn, nicht hinzugehen. Ich komme zu dir. Schlafen oder irgendetwas machen ist sowieso unmöglich. Es ist viel zu laut. Habt ihr auch so viel Silvesterknallerei? Ich gebe ihm Sushi. Du bist sehr gütig, danke. Sushi ist zwar schon 4 Tage alt, aber egal. Nee, 10 Tage alt, glaube ich, mittlerweile. Aber ist trotzdem noch gut. Dauert der Winter wirklich noch 2 weitere Wochen? Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Guckt, wir sind einfach auf derselben Wellenlänge. Das ist einfach, das matcht. Das passt. Er hasst auch Winter. Er geht auch nicht ins Wasser, weil es ihm zu kalt ist im Winter. Es ist einfach die Connection. Wisst ihr? Die Connection ist da. So, ja, ich hab dich sehr, sehr gern. Muss ich ehrlich sagen. Du bist wirklich mein absoluter Lieblingscharakter hier. Mathe. Sehr schön.
Alle bleiben stehen und beobachten meine Motte. Guck, sogar Pompon kommt. Bonbon. Sogar Bonbon kommt zum Fest. Okay, wir gehen jetzt auch, weil alle kommen. Wow. 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 Der Boden leuchtet. Das habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Was passiert hier? Quiz? Ich kann bei einem Quiz-Minigame mitmachen. Farm, okay. Möchtest du das Quiz spielen? Hey, Doritito, danke schön für deine 3 Monate. Danke für dein Prime-Sub. Hallöchen. Wie geht's? Bonbon ist mein Spitzname. Und wer ist Alice? Alice ist auch mega süß. Sind alle so süß. Oh, ich möchte ein Quiz spielen. Chat, ihr könnt mitquizzen. Okay, Start. Oh, ich habe nicht viel Zeit. Was ist das? Das ist eine Gurke. Was ist das? Eine Sonnenblume. Eine Rose. Oh. Ein Ei. Ein Ei. Ein großes Ei. Mist. Erdbeer. Wachtelei. Ja. Radieschen. Nein, rote Rüben. Nein. Oh mein Gott, eine Gardenie? Nein. Mist. Oh nein. Oh nein. Ich bin einfach... Surya ist noch schlechter als ich. Alles gut. Wir sind beide nicht so die hellsten Kerzen. Perfekt. Okay. Ich kann bei ihm Fisch... Oh nee, ich erkenne die Fische nicht. Ihr könnt nicht mitraten, ich wusste nicht, dass es so schnell geht. Insekten kann ich auch nicht. Critter? Was ist Critter? Ey, wir machen einfach. Okay. Was ist denn Critter? Oh, nee. Ich habe keine Ahnung. Oh. das ist eine Schirmqualle. Keine sexy Garnele. Ich würde Fangschrecken kriegen. Okay, ich wusste, dass die bunt sind von Animal Crossing. Das ist ein Perlboot. Das weiß ich einfach von Animal Crossing. das ist die blaue Krabbe. Mm, oh mein Gott, nie gesehen. Ozeansticke? Ja. Nein. Mist. Oh. Habe ich noch nie gesehen. Ich würde sagen, das... blauer Hummer. Obviously. Oh Gott. Ja, Dornenkronensee. Nein? Sieht aber so aus. Das ist aber. Ja. Oh mein Gott. Das ist der hier. Nein, das war der Giraffen. Mist. Ach, ich bin Zweiter. Mann, das ist gar nicht so leicht. Was habe ich denn für Belohnungen bekommen? Kann man deiner Meinung nach gutes Ramen bekommen? Meine Farm. Ich habe noch nie Rahmen gemacht. Fossil. Ich bin sicher so mies drin. Elisabeth, Hallöchen. Okay, Scott, oh nein. Das haben wir doch vorhin erst gefunden. Nein, nicht richtig. Es ist eine Wirbelsäule. Okay. Es ist ein Fuß. Nee, eine Kralle. Ein Bein? Fuß. Oh, es war ein Bein. Das ist eine Wirbelsäule. Das ist ein Schädel. Gut, dass ich diese Auswahl habe. Das ist eine Wirbelsäule. Oh nein, welche Wirbelsäule? Mist! Voll schlecht. Oh, ich bin Letzter. Ei, wir machen nochmal. Wir machen bei ihm nochmal. Hier. Oh, Artefakte können wir auch machen. Elisabeth, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen. So, möchtest du Artefakt-Quiz spielen? Ja. Puh, so. Durchatmen, los geht's. Ist eine Platte. Ich kann mir ein bisschen Zeit lassen. Mobiltelefon.
Ein Ring. Ja. Eine Glocke. Yes. Eine Gabel. Silbergabel. Hammersteinfigur? Kleine Figur? Kleine Figur. Ein Hammer. Hammerstein, Terrarium-Anhänger, Gördon-Ring. Ja, muss das sein. Himmelsscheibe, Perlenbrosche, abgeschwitzt. Ich würde mal Himmelsscheibe sagen. Schüssel, Keramikvase, ja. Dann haben wir hier Steinbeil, Edelsteinsanduhr, Drachen. Ja, irgendwas mit Drache. Stadtmodell, Goldohrring, Mondsteinohrringe. Ja, Mondstein. Silbergabel, einfaches Mobil, Stadtmodell. Muschelfußkette, ja. Rostiger Anker, nee. Jasminkrone, nein. Himmelstein, nee, Edelsteinperlen. Goldohrring, Mondsteinohrring, Perlenkette, Goldohrring. Oh, 15 von 15! 500 Gold! Cool. 500! Wow, okay, es war nicht schwierig. Ne, es war wirklich leicht. So, Cem. Boah, da bin ich schlecht. Aber wir machen's. Wir nehmen die Herausforderung an. Oh, danke, Leute. Das ist ein Onyx. Nein! Wassergeode, ja. I don't know. Diamant? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal das sagen. Oh, richtig. Aquamarin? Nein! Aber es war blau. Oh nein, das war wieder schlecht. Da bin ich wieder Letzter. Da bin ich wieder Letzter. Okay, wir lassen es mal mit dem Quiz. Wir haben einmal richtig, richtig abrasiert. Das finde ich sehr, sehr schön. Oh, guck mal, wie hübsch das hier alles ist. Ich kann Curling... Oh mein Gott, ist das toll. Ich kann hier so viel machen. Ich will Curling starten. Ja! Es war nicht schlecht. Würde ich sagen. Ey. Hätte besser werden können. Oh ja. Achso, ich kann ja auch so machen. Oh, ups, ich wusste nicht. Beide in die 20 rein. Wie gut. 130 Punkte. Haha, erster. 500 Gold. Yes. Und nochmal 300. Und nochmal 200. Und nochmal 100. Und das aufs erste Mal. Wenn das nicht toll ist. So, das will ich auch machen. Ich will alles machen. Magnetangeln starten. Ja. Damit ich, glaube ich, wieder richtig schlecht. Ach so. Ah, die müssen Maul offen haben. Ich kann das nicht. Ihr seht's schon. Wie mies will jemand sein? Oh ja, guck mal, den habe ich. Okay, ich komm rein. Ich komm rein. Ich komm rein. Schön langsam. Schön langsam. Perfekt. Komm, mach das Maul auf. Ja! Ey. Mist, nein! Den wollte ich nicht. Mach dein Maul auf! Yay! Oh! Yay! Ah, der hat das Maul noch nicht offen gehabt. Oh. 46, was kriege ich? Oh, ich bin nicht Erster. Aber 300... Oh, Fischköder. Aber 300 Gold. Ja, yeah, voll viel Gold. Bin
finde ich so schlecht. Ich mache hier voll viel Money. Spielmuster starten. Was macht man da? Match it. Oh. Nein! Das ist echt schwer. Okay. Nein, wieso ist denn er so schnell? Ich glaube, das muss man am PC spielen. Dann kann man das leichter anvisieren. Ja, klar. Nein, das war schon falsch. Das auch. Ey, komm. Ah, wir sehen leider den zweiten nicht. Ich auch nicht wirklich. Das ist auch so ein bisschen verdeckt. Ey, nein, ich will nicht mehr. Das kann ich nicht. Das muss man sich ja abfotografieren. Das merkt man sich doch nicht. Kein Mensch merkt sich das. Ich habe das, glaube ich, schon wieder falsch gemacht. Ich gucke es mir einfach bei ihm ab. Soweit ich ihn sehen kann, weil ich sehe auch nur die Hälfte von ihm. Er macht das hier. Das da drüben sehe ich nicht. Kann mir das nicht merken. Unmöglich. Ich habe trotzdem 300 Gold bekommen. Alles falsch, trotzdem 300 Punkte. Richtig cool. Oh, Shooter-Spiele gibt es auch da hinten. Das machen wir. Richtig schönes Fest. Oh, das ist ein Pufferfisch. Schießen, starten. Komm, da sind wir wieder ganz schlecht. Okay. Okay. Ey, mein Charakter bewegt sich nicht mehr. Es war ja gerade... Ah, ich kann die auch so treffen. Die müssen sich gar nicht umdrehen. Mein Charakter bewegt sich nicht! Na toll. Oh, ich habe trotzdem was bekommen. Ich mache das jetzt nochmal, weil es war jetzt voll unfair. Der Charakter hat sich nicht bewegt. Nicht da, wo ich hin wollte. Nein, das war eine Ente. Nee. Ah, schon wieder eine Ente. Ente? Der Charakter bewegt sich nicht. Das ist voll die Frechheit. Der bleibt immer stecken. Nein. Wieder nicht erster. Nee, aber zweiter. Das passt. Archie holt doch keiner ein. Archie ist immer so gut. Wenke, bis bald. Schön, dass du da warst. Ich singe, um meine Seele zu entspannen. Hoffentlich bringt es bei jedem, der zuhört, dieselbe Seite zum Klingen. Süß. 22 Tage sind geknackt. Krass, Leonie. Hallo, Charles. So, hier kann ich jetzt auch shoppen. Hier gibt es eine schwarze... Oh, das ist schön. Ich glaube, ich kaufe mir das. Das ist nämlich so ein komplettes Outfit. Okay, die sind hier auch günstiger. Coco de Mer. Die Einheimischen glauben, dass es sich um eine verbotene Frucht handelt. Sie ist sehr selten und meist hohl. Kombucha. Soll ich mir das holen? Das ist sehr teuer, aber... Ich hole es mir. Wieso frage ich euch überhaupt? Und ich hole mir eine Mütze. Sophia, Hallöchen! Und Hanna, Hallöchen! Ich hole mir eine coole Mütze, die dazu passt. Ich hole mir... Ich hole mir die Korallenmütze. Oder die pinke.
Nee, ich hol mir die Korallenmütze. So. Bin ich wenigstens auch für den Winter ausgestattet. Oh! Ich wollte mich nicht nackig machen. Nein, nein. Oh, guck, das ist voll cute. Ich will die Mütze... Oh, meine Haare sind jetzt weg. Jetzt habe ich eine Glatze. Aber egal. Wenigstens, ich habe eine Mütze. Das ist die Hauptsache. Das ist ein richtig schönes Fest. Ich mag... Oh, der hat Sternspritzer, wie cool. Hast du die Legenden über Zauberei auf dieser Insel gehört? Ein Haufen dämliches Gefuchtel und Gemurmel, wenn du mich fragst. Guckt, ihn würde ich zum Beispiel nicht heiraten. Wenn er sowas sagt, würde ich ihn nicht heiraten. Nö, kein Bock auf sowas. Nein. Bonbon kann einfach auf zwei Beinen laufen, voll süß. Oh mein Gott, Daniel, hör auf. Hör auf. Wir wissen doch alle, warum du das fragst. Ich kann mit ihm wieder nicht reden, weil ich mit ihm ja schon so oft geredet habe. Das ist unfair. Ey, ich finde das Fest richtig, richtig süß. Und guck mal, wie alle hier sind. Das ist so schön. Und warum stehen die im Meer? Das möchte ich wissen. Warum stehen die da so weit drüben im Meer? Gibt es da noch was? Habe ich da was verpasst? Da war ja das Curling da drüben. Ah, wegen dem hier. Ja. Okay, wir machen noch ein Quiz zum Abschluss. Und zwar Forage. Wir machen noch Forage. Okay. Das ist eine Kammmuschel. Nein. Veilchen? Gut, so sieht das aber nicht in echt. Das ist Hibiskus. Das kenne ich! Wasabi! Eine Muschel! I don't know welche. Auch eine Muschel! Ist eine Miesmuschel. Okay. Kokosnuss! Hä, nicht? Ich hätte aufhören sollen. So. Hey Macy, liebst du nicht einfach diesen Meersalzduft? Es macht Spaß, das zu sagen. Meersalzduft! Okay, Leute, das war das Winterfest. Es hat mir sehr, sehr schön, sehr schön gefallen. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. An meine lieben YouTube-Zuschauer, das war's mit dem heutigen Coral Island Part. Wir haben so viel hinbekommen und jetzt auch das Winterfest noch gespielt. Ich denke nicht, dass ihr im nächsten Part dann den Wintermarkt noch sehen werdet, denn ich werde wahrscheinlich den Winter dann skippen. Wie gesagt, ich mag den Winter nicht so. Aber das war's mit dem heutigen Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Video.